Genau, das ist das Wichtigste im Prinzip, Kaya, dass deine Kamera unten in der Mitte vom Bild ist, weil da ist immer der Code drin für die Lobbys. Und wenn der gezeigt wird, dann können alle joinen, die den sehen. Ich kapiere. Ja, ist jetzt sehr viel, aber nein, wenn wir da einmal durchkommen. Nein, ich krieg das nicht, gar kein Problem. Okay, okay. Ja, cool. Ich bin wirklich sehr gespannt. Jemand tippt da ganz eifrig. Jetzt hat's Sorry? Jetzt hat's aufgehört, geil. Ja. dann eine kurze Information. Ich habe gerade noch mehr Probleme im Discord. Ich habe leider gerade kurz einen Bug. Ich muss einmal kurz PC neu starten, aber ich bin spätestens 2 Minuten da. Ja, kein Problem. Okay. Wir haben eh noch Zeit. Bis gleich. Ganz kurz, ich will nicht unterbrechen. Hatte gerade noch mehr Discord-Probleme oder was war das? Nee. Okay. Was meinst du? Ich fliege also bei mir die ganze Zeit disconnected vom Chat, connected, wieder disconnected und so weiter. Ich hab grad das hatte Discord heute den ganzen Tag über schon. Habe ich seit 2 Tagen, ja. Ja. Oh, scheiße. Ja, das ist halt noch ein Early Access Beta-Programm. Genau. Ey, mein Chat. Nicht so viele, wir sind dann noch eine kleine Gruppe. Ja. Ey, Chat, jetzt hört doch mal auf zu spoilern, die sind jetzt schon am Post, das gibt's doch gar nicht. Wie sollen die denn? Die wer Imposter ist? Dalu ist Imposter, ja, okay. Mein Chat ist so lost wie ich. Ihr spoilert das falsche Spiel, ich bin noch gar nicht drin. Du kannst dich schon mal freuen, Kai, du wirst Dalu danach hassen. Warum geht immer auf mich? Also Dalu zockt ja, ich habe ja mit ihm Dead by Daylight gezockt und wir haben ja einmal Terrorist in Trouble Town, Trouble in Dingenskirchens haben wir gespielt. Trouble in Terrorist. Trouble in Dingenskirchen. In Euskirchen. In Euskirchen, genau, Trouble in Euskirchen. Und da hat er alles nass gemacht. Also deswegen, danach habe ich zu Dalu gesagt, ich spiele mit dir nie Terrorist in Euskirchen. Haben wir auch nicht mehr gespielt, hier, oder? Hier sind die Endgegner. Du weißt, jetzt weißt du warum. Die sind auf jeden Fall Endgegner, die beiden. Naja, Vlesk würde ich auch auf jeden Fall. Ich würde eher sagen, Vlesk und Matteo. Nee, ich bin mein eigener Endgegner. Matteo, alles fertig. Also ich pendel's immer zwischen Vollfail und irgendwie Verpeiltheit oder so. Kommt Lara noch oder ist Andi jetzt für Lara eingesprungen? Ich mach den Ersatz sagen. Für Lara, bis sie da ist. Richtig, also Lara kommt eine halbe Stunde später. In Lara Zeitzone bedeutet das ungefähr 3 Stunden später. Deswegen wird Andi so lange mitspielen, bis Lara kommt. Ja. Also ich sehe Lara, Inge. Ist doch da. Sind wir nicht schon eine Stunde später? Ich war tatsächlich gerade verwirrt. Sehr gut, ist Lara sehr viel Zeit mitgebracht. Hey, die Kätzchenohren fehlen noch. Ja, guck doch mal. Guck ach so, mal, ja, ich sehe sie, ja. Ja, okay. Ah, perfekt, da ist die Lara. Da ist die gute Lara. Mit Glasfaseranschluss heute wieder, hä? Ach, Dalu. Florik, spielst du dann auch genauso wie Lara und bist immer dritter Imposter? Ja, also wenn ich so spiele wie letztes Mal, dann... Also ich glaube, in unserer Gruppe hat Lara doch die höchste prozentuale Anzahl an Imposter-Games, oder? Oh nein, oder? Ist connected. Same. Okay, ich hätte gesagt, Lara ist immer am schnellsten tot. Ist die Lobby zugegangen oder bin ich da rausgeflogen? Genau, wir können noch nachjoinen. Müsste gehen. Wir alle gleichzeitig rausgeflogen sind. Ja, weil kann wieder EU sein. Ich versuche mal ein bisschen die Stimmung aufzulockern. Was ist das beste Weihnachtsgeschenk? Was das beste Weihnachtsgeschenk? Ganz viele Bilder von einem selber. Wir haben schon darüber geredet in deiner Abwesenheit. Wer ist jetzt gerade Host? Von denen, die noch in der Lobby sind. Okay. Das ist eine wichtige Info. Matteo, was ach hast so, du denn? Ach so, der ist häufiger Imposter, okay. Nee, der hat den Schlüssel oben liegt. Was ist Anni? Was hast du für eben in deinem Stream gemacht mit deinen Bildern? Das war ja so unheimlich. Ich wollte nur kurz reingucken, was bei dir abgeht und sehe, wie du eine Collage von dir selbst bastelst. Ja, nicht fragen. Also Anni, ich starte eben kurz alles und dann bin ich ready. Hi Simon. Also Anni, ich könnte das jetzt erklären, aber das wäre für dich und für mich sehr unangenehm, deswegen lasse ich es einfach. Na gut, für uns andere anscheinend nicht. Also, ich würde es auch gerne, dann bin ich ehrlich. Das wird doch hier das neue Weihnachtsgeschenk. Das ist ein Riesenbild für alle. Die kriegt das halt auch was nach. Nee, nur für Anni. Ich baue so eine Collage von mir mit Bildern. Oh, schenkst du ihr noch so ein T-Shirt? Sie hat doch schon so eins. Ja, aber ein anderes. Also neues. Das artet noch in einen Schrein aus. Ja, da habe ich Matteo-Schrein. Hatte Korte kurz vorher überlegt, ob ich mir mein Matteo-Sass-Shirt zu einem Matteo-Süß-Shirt mache, aber das werde ich nie wieder los. Nein, wow. das wäre zu drüber. Okay.
So, wie sieht's bei Kaya aus? Schon. Und ich hab, und dann wusste ich nicht genau, ob er, und dann können wir noch vielleicht schauen und dann hast wenn du dich nicht mutest beim Reden, dann hört man nicht auf. Oh, sorry. Hä? Moment, wie bin ich jetzt an die Maus gekommen? Ja. Ah, hi. Oh, ich bin rausgekommen. Okay, wir machen eine neue Lobby auf. Hallo. Ich freue mich, mit euch zu spielen. Wir freuen uns auch. Also immer noch. Hab ich das schon gesagt? Endet das irgendwann, oder? Ich will einfach nur nicht. Ich will einfach nur nicht sterben. Es gibt keine Beta mehr, ne? Kaya weiß gar nicht, wo den Code herkriegt, ne? Achso, ich dachte, der wird gepostet jetzt irgendwo. Ja, guck mal, hier im Discord oben siehst du unter Bonschwa, siehst du 3 Ausrufezeichen, Among Us 3 Ausrufezeichen, so ein Text-Channel, da wird der Code immer drin gepostet. Da ist ein riesen Link von Annie the Duck. Und ja, genau. Da stehen 2 Codes. Der letzte Code. Boah, ist da lang der Link. OSQ. Genau. Y. Und welchen von beiden? Der untere. Okay. Okay. Ja, ich würde sagen, wir machen am Anfang ein bisschen locker, weil ich glaube, es ist schwer reinzukommen. Wir spielen auch eine größere Map. Dalu, voll sad. Warum? Ich glaube, wir haben da wirklich eine falsche Einschätzung von mir. Nee, also ich finde Dalus einer, der am besten switchen kann zwischen Tryhard und Casual. Ich kenne nur Tryhard. Ich sehe es nicht gleich kommen. Die erste Frage von Dalu ist, welchen Schlüssel hattest du? Brauche ich nicht mal mehr. Der merkt das einfach, wie lange du da dran gestanden hast. Der kennt das. Ich sehe das an seinem Puls. Das war gestern irgendwie so ein Thema in den Chats, dass es so einen Pulstrick gibt. Was heißt das denn? Du kannst am Pulsding sehen, wer Imposter ist. Nein, oder? Wirklich? Ja, aber es ist... An welchem Pulsding? Oh nein. An der Lifeline hast du oben drüber noch so einen Puls, über jeder Farbe quasi. Ist schwierig zu erklären, aber spielt das. Das ist sehr schwer, aber das macht man einfach nicht. Ja. Okay. Das heißt, Lifeline-Verbot für Dalu und für Vlesk. Nee, du musst schon gezielt drauf, also du musst es wirklich gezielt machen, um es zu sehen, aber. Ja. Kaya, wenn du mit Nahrung hast. Warum wird denn sowas integriert ins Spiel, verstehe ich? Das verstehe ich auch nicht. Weil das wahrscheinlich damals wirklich nicht durchdacht war. Da hat einer gesagt, das ist eine geile Idee. Nee, die haben ja, also die Geschichte dieses Spiels ist ja total irre. Das sind ja 3 Kanadier, das ist ihr erstes Spiel, ja. Und das lief ja 2 Jahre so okay vor sich hin. Und denen ist es ja, was heißt um die Ohren geflogen, aber die das ist ja völlig über den Kopf gewachsen. Und die haben mal geschrieben, dass sie technisch ganz, ganz große Probleme hatten. Deswegen wollten sie einen zweiten Teil machen. Und jetzt machen sie keinen zweiten Teil mehr, sondern jetzt wollen sie den ersten fixen. Ja. Also ich hätte nichts dagegen, wenn sie einen zweiten Teil machen, der gut läuft, und dann können sie den von mir jetzt auch für 20 Euro oder so raushauen. Ja, ich wette mein Geld darauf, dass du demnächst große Spiele siehst, die dieselbe Spielmechanik nutzen. Ja, da sind jetzt schon ganz viele Klone, die man schon sieht. Ich hätte es gerne in 3D. Dalu, du hast das doch in 3D. Ist die gut? Also erstmal, das beste Spiel, was momentan an Among Us angekommen ist, Unfortunate Spaceman, finde ich. Aber es ist komplett underrated. So geil, habt ihr das Video gesehen, was hier dieser Dude, wo er einen Teil vertont hat? Achso, das war auch krass. Das war super sick. Das war wirklich krass gemacht. Es gab aber jetzt auch nochmal jemanden, der hat das, ich glaube, in der Unreal 4 Engine nochmal gebaut, Among Us. Ja, aber der darf es nicht releasen. Genau, der darf das nicht releasen, aber das sieht so sick aus einfach. Also das sieht aus wie Next Gen, noch besser als Next Gen eigentlich. Sieht echt heftig aus. Ja, aber ich glaube... Ich könnte ja jetzt Werbung machen, was meine ich? Ich glaube, mach ruhig. Ich glaube, Among Us hat so einen Hype, weil das so simpel auch vom Look ist. Deswegen spricht das so viele Leute an. Wenn es jetzt und so vom Gameplay ja auch. Ja, genau. Das ist auch so durchdacht. Ich meine, also klar hat es kleine Macken und so, aber trotzdem die Platzierung, das Level-Design bis auf die zweite Karte, das ist alles so unfassbar. Bis auf die erste Karte. Guck mal, sogar Andi sagt die zweite Karte Schmutz, ey. Und der versteht es auch einfach. Das ist vom Fach. Also die ist ja wohl total, also ganz ehrlich, die kannst du ja nicht spielen. Welche zweite? Was ist die zweite? Diese zweite, die mit dem Y. Echt? Oh. Ich finde halt Skeld super kacke, also langweilig. Ja, ich finde und Skeld Polos finde ich auf Dauer echt mühsam. Ja, ich hoffe, es kommen noch ein paar neue Maps raus. Ja, eine kommt dieses Jahr noch, die Henry Stickman Map. Kaya, wenn du Probleme beim Connecten hast, einfach mal weiter versuchen. Solange du auf EU bist und der Code richtig ist, klappt das dann irgendwann. Das dauert nur manchmal länger. Die Sache ist halt, guck mal, TDT war ja auch noch
jahrelang übel beliebt, obwohl das nur auf der Garry's Mod Engine da drauf lief. Und das ist ja nochmal eine andere Zielgruppe, weil es nur die Leute eigentlich fast nur anspricht, die auch den Shooter zumindest Zugang haben und sowas. Also, ne, und das hier ist halt wirklich für alle. So auch kleines Geld. Man kann es auf dem Handy spielen. Ja, und so. Vor allen Dingen ist es auch mobile, ne? Ja. Mobile genau. Und Cross-Plattform. Also, Kaya müsste vielleicht mal eine Public Lobby gehen und direkt wieder leaven und dann wieder connecten. Das hat bei mir auch funktioniert. Ja, erst in den Public und dann wieder leaven, alles genau, klar. Genau, also und dann wieder versuchen. Du kommst hier nicht rein, heißt es für mich seit 10 Minuten. Oder sollen wir sonst US machen? Nee, das ist der Fehler hast du überall momentan seit dem letzten Update, seitdem die Beta-Version live ist. Ja, wir sind jetzt zu 9 drin, ich glaube, mit den Publics könnte es fixen, dann haben wir es. Müsste die Lobby nicht gleich wieder zugeht. Ja, stimmt, das könnte auch. Wir haben noch 2 Minuten. Ah! Yay! Yeah. Oh, ja. Super. Jawohl. Nice. Perfekt. Ja. Kaya-Nator, da ist aber einer überzeugt. Der Chat wollte das so. Können wir nicht dieselben Namen haben wie im Chat? Ich komme sonst durcheinander. Okay. Haben wir doch, oder? Stimmt, die Info. Also eigentlich heißen alle so wie im Discord, nur leider bei mir jetzt nicht. Kaya oder Kaya Nator. Ja, Kaya kann man sehen, aber Kaya als Info für dich, wenn Bondra im Discord redet, dann bin ich das Mental In-Game, der Grüne. Aha, also nicht, der Imposter. Den immer zuerst töten. Genau. Wenn ich Imposter bin, tötet mich schuld. Zuerst, ja genau. Oh, man kann sich ja Unterhosen aussuchen. Was ich bei dem Spiel immer schwer finde, wenn du neu in eine Gruppe reinkommst, die sich schon kennt. Ja, du das bist stimmt. Doch, du ja, bist das doch ein alter fair. Hase im Vergleich zu... Ich meine, ich hab dich doch schon angelogen. Okay, wollen wir einfach starten, bevor die Lobby stirbt und dann einfach Kaya reinkommen. Denn, wie es geht? Ja. Einfach muten und Spaß genau. haben. Genau. Während den Runden muten und dann, wenn Diskussionsrunde ist, unmuten und dann können wir quatschen. Woher weiß ich das? Okay. Viel Spaß. Du siehst jetzt, ob du Imposter bist. Wir hätten es einmal erklären sollen. Jetzt habe ich alles gemutet, oder? Jetzt habe ich alles gemutet. Sorry, ich habe nicht aufgepasst. Bin ich irgendwas? Nee, ne? Ich habe keine Ahnung. Also jetzt reden wir nicht miteinander. Gut. Hat einer überhaupt eine Ahnung, was ich hier machen soll? Ich bin jetzt keiner, der andere killen muss, oder? Was ist denn das hier? Boah, ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Wo ist ein Dropship? Wo ist alles? Was soll das? Man hat mir gesagt, das Spiel wäre einfach. Dalu ist bestimmt der Mörder. Der hat schon so eine scheiß Maske auf. Ich weiß es. Du Sau. Du bist der Mörder. Ich kill dich jetzt schon, du Arsch, du. Du hast schon so eine verkackte Maske. Wieso habe ich eigentlich so ein Fix Lights? 57%? Was? Boah, ich bin ein bisschen lost. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was ich machen muss. Ich darf nicht in den Chat gucken, ne? Okay. So, Folgendes hat sich zugetragen. Ich bin tot, oder? Ich bin... Nein. Das wäre jetzt doppelt falsch gewesen. Kaya, du bist im Himmel jetzt. Das erstmal ganz kurz Frage, bevor ich erkläre, was passiert ist. Unge, du kamst von unten. Ist dir jemand entgegengekommen? Mir ist jemand entgegengekommen. Also wenn du nicht der Mörder bist, ist er nach rechts gelaufen. Oder gewendet links. Weil nach rechts kann es eigentlich nicht sein, denn Folgendes ist passiert. Ich bin in der Mitte noch mit Ani rumgelaufen, habe mit Ani zusammen Task gemacht. Irgendwann haben sich unsere Wege getrennt. Bei irgendwem höre ich mich doppelt, oder bin ich los? Ich glaube, wir hören auch irgendwas. Ich höre auch die ganze Zeit irgendwas. Moment, bin ich das? Weil ich höre keinen doppelt. Nee, man hört bei Ani Geräusche. Na, jetzt ist es weg. Hab mich gemutet? Ja. Ich glaube, ihr hört es bei mir, oder? Ja. Scheiße. Also ich habe mit Ani Task gemacht in der Mitte, dann ist das Licht ausgegangen, ich bin nach links in Electrical gegangen, dort lag noch nicht die Leiche da. Ich habe das Licht wieder angemacht, bin rausgekommen und die Leiche lag dort. Unge kam in dem Augenblick von unten, den würde ich, also zumindest für den Augenblick, wo er auf die Leiche zugelaufen ist, als Killer ausschließen. Deswegen die Frage. Es war die Katze, Leute. Ich hab's gehört. Sie hat Unge gecallt. Unge, jemand entgegengekommen. Nee, also mir kam keiner entgegen, aber ich kann auch nur Schlorox zum Teil auch ausschließen, denn das Licht ist wieder angegangen, haben wir alle gemerkt. Und dann, nachdem das Licht angegangen ist, Schlorox vom Licht aus diese Tür rein und da lag die Leiche und wir sind uns da gerade entgegengelaufen. Also das wäre sehr dumm, wenn der die Leiche killt, dann Licht anmacht und dann wieder rausläuft. Also da wäre er abgehauen.
Also ich glaube euch beiden, weil also die Kameras waren an und Vlesk ist immer an den Kameras. Ich denke, er war dran, hat dann das Licht ausgemacht, hat die Stunde genutzt, hat gekillt, ist in das Loch reingesprungen und Unge kann kein Imposter sein. Vlesk ist gekillt worden. Vlesk ist tot. Nein, nein, er wurde gekillt. Sorry, ich hab nur versprochen. Ihr wisst doch, was ich meine. Ja, aber unabhängig, ob ihr es wisst oder nicht, das war ja klar. Das ist die Frage. Ja, nicht Schlo, nicht Unge und ich auch nicht. Da sind wir weit gekommen, auf jeden Fall. Kaya war's. Nein. Gutes Gespräch. Nein. Dalu war es, weil er hat so eine Mördermaske. Du kannst nicht mehr reden. Achso, Entschuldigung. Ich muss mich skippen. Ich muss mich dingsen. Was heißt muten, nicht skippen? Leute, ich habe keine Ahnung, was ich hier mache. Meine erste Runde hier, was muss ich drücken? Auf den Button oder was? Nee, oder? Vielleicht ein bisschen Wasser trinken oder so. Hier gibt es Aufgaben zu machen, ne? Da, wo ein Ausrufezeichen ist. Was muss ich denn hier machen? Hier. Use. Fix something. What? Alter, Kajan. Was? Muss ich jetzt mein Handy, muss ich einen QR-Code eingeben oder muss ich das Handy nehmen? What the Leute, kann mir einer das Spiel erklären? Was passiert denn jetzt? Unge ist der Mörder, oder? Weil seitdem ich verliere Lebenspunkte. Was passiert jetzt hier? Alter. Was mache ich hier? Leute, ich habe keine Ahnung, ich bin total lost. Kann mal einer das Spiel erklären? Ja, geht schon, hat Schlo gesagt. Kein Problem, Kai, du bist natural, hat er gesagt. Ja, fang an einfach. Hier ist ein Loch. Kann man da rein? Nee. Drauf ziehen. Was? Download kann er nichts falsch machen. Habe ich das richtig gemacht, oder? Ich habe ein bisschen was downgeloadet. Ah, Leute, ich habe schon mal was gemacht. Hier, da kommt, glaube ich, der Mörder durch. Habe ich das richtig? Wo muss ich jetzt hin? Ich muss hier rüber. Wieso komme ich nicht hier durch? Hä? Auf der Karte komme ich hier. Wieso komme ich hier nicht durch? Da ist doch, auf der Karte kann man hier durch, ne? Fuck knows, Mensch. Das ist auch gerade in Dings passiert, oder? Das ist in Admin passiert. Ach so, okay, ich dachte gerade, ich habe mir irgendwas eingebildet, dass das gerade hinter mir passiert. Wäre schon gut. Nee. So, ich war im Labor und als das Licht ausging, habe ich mir gedacht, ich werde nicht zum Licht laufen, denn es wird wahrscheinlich ein Mord geschehen. Deswegen bin ich zu Lifeline gelaufen, habe dann gesehen, dass der Mord schon passiert ist. Das heißt, der wird gerade passiert sein, dass das Licht ausgemacht wurde. Und dann bin ich runter zu Admin gelaufen, um zu checken, ob da eine Leiche liegt oder wo die Leiche liegt. Und da lag Sepp direkt am Admin. Also meinst du, der Kill war, als Licht aus war? Ja, muss. Ich war auch am weites Vorher, da war noch keiner tot. Ja, okay, ich stand in den Camps und Unge ist rechts in Admin reingelaufen und kam links wieder raus. Das war, als Licht aus war. Und mir ist im Dunkeln Kaya entgegengekommen, also rot. Kaya war in Admin, der letzte, den ich gesehen habe. Okay, warte mal. Unge ist dir in Admin entgegengekommen, wo auch die Leiche lag. Kaya ist ihm entgegengekommen. Unge hat das gesagt. Ja, nein, ich habe Unge in den Camp, den wieder reingelaufen ist. Ja, aber ich war, als Licht aus war, ich bin beim Licht gewesen. Ich habe die anderen, da waren zwei Leute beim Licht, die ständig Licht anschalten, Licht ausschalter gedrückt haben, wegen dem, scheinbar wegen dem Ping oder warum auch immer. Da habe ich mich vom Licht ein bisschen distanziert. Da kam noch eine Person dazu, waren wir zu viert beim Licht. Das stimmt, ja. Also Simon, eine ganz kurze Frage. Kannst du es ungefähr zeitlich eingrenzen, als Sepp noch gelebt hat, als du an Lifeline warst? Wann war das, vor so 20, 30? Also es war 30? So, ich habe noch eine einzige Task und das ist die Lava-Temperatur messen, direkt vor Admin. Ich bin aus Lab rausgekommen, bin durch Admin, habe Lifelines gecheckt, da waren noch alle am Leben, also außer Vlesk halt. Und dann ist Licht ausgegangen, dann bin ich direkt links durch, also ich bin links rausgegangen durch Admin, da ist mir noch Kaya entgegengekommen, bin hochgegangen, hab die anderen bei Licht gesehen, hab nicht mitgefixt, hab nur zugeguckt und bin wieder zurückgelaufen. Kann man mal Kaya hören? Ja, ich hab Downloads gemacht, ich bin unschuldig. Mehrere? Ich bin nicht der Mörder. Was für Downloads? Es sei denn, es kann auch sein, dass ich die Anzeige verpasst habe, die gesagt hat, du bist der Mörder. Okay, aber eine Sache, die noch wichtig ist, Kaya, nicht. Die du wissen musst, ja. Wir voten ja immer, ne? Ja. Und wenn du nicht weißt, wen du voten willst, dann musst du unten Skip-Vote machen, damit deine Stimme da unten zu den anderen kommt, damit nicht die Imposter schnell einen rausvoten können. Okay. Und wir voten ja anonym. Richtig, wir voten anonym. Okay. So, immer noch nichts verstanden, aber die anderen neun hören sich an, als ob sie wissen, was sie machen. Was ist hier...
Komisch, ne, dass ich hier, ich glaube, Mental ist der Mörder, der hat versucht mich, also, habt ihr gemerkt? So, also ich gehe zu diesem Ausrufezeichen, weil ich hier was tun kann. Dann mache ich das und ich hoffe, ich werde nicht getötet dabei. Muss ich denn jetzt hier daneben stehen für den Upload oder? What the fuck? Okay, jetzt müssen wir ein ernstes Wort miteinander reden. Ja. Erstmal mich? Ich weiß nicht. Ja, TK. Ah, ja, Matteo kam rein und hat wahrscheinlich nicht gedacht, dass ich um die Ecke komme und hat, wen hat er denn da gerade hingerichtet? Andi. Okay, also mir kamen gerade Schlo und Anni entgegen aus der Schleuse. Ich bin durchgelaufen und als ich reinlaufe, ich wollte die Task machen, die am Anfang ist. Moment, wer kam dir entgegen? Nee, also Schlo und Anni kamen aus dem Specimen-Room raus. Anni ist nämlich auch tot. Okay, dann müssen es Tinker und Oma. Schlo, hast du Anni denn noch gesehen? Nein. Also warte, pass auf. Ich bin mit Anni reingelaufen, beziehungsweise ich bin rein, ich bin dann wieder raus, weil Andi noch da stand. Und weil Andi eben das Licht sabotiert hat, bin ich davon ausgegangen, dass er der Imposter ist und bin nach links schnell wieder von ihm weg, obwohl ich da noch eine Task gehabt hätte. Die wollte ich nicht machen, weil ich Angst vor ihm hatte. Dann, du bist reingegangen nach rechts und Tinker kam augenscheinlich von oben. Genau, ich kam von oben rein. Für diesen Kill an Andi kommen nur Matteo und Tinker in Frage. Korrekt, und er hat wahrscheinlich gedacht, dass ihr zwei schon raus seid, jetzt ist keiner mehr da, jetzt kann er es machen. Da muss der andere Imposter dran gewesen sein. Das heißt... Boah, okay, Matteo, kannst du mir sagen, wo die Leiche liegt? Die Leiche liegt, wenn man, bei Specimen ist ja dieser Raum und er liegt etwas mehr auf der rechten Hälfte, weil ich habe den nämlich erst nicht gesehen, okay, als er in die Task... Andi kam von unten mit Schlo rein oder was? Kaya kann ich für den ersten Kill hundertprozentig ausschließen, Unge kann ich für den zweiten Kill hundertprozentig ausschließen. Kann ich auch, kann ich bestätigen. Es ist Tinker, wir können erstmal direkt Tinker voten. Nein, Matteo ist sein, aber oder? Safe, weil Tinker kam von safe. Oben. Du kann es gar nicht gewesen sein, ich kam mal rein und hab... Wenn es Tinker jetzt nicht... Ja, bin ich rechtzeitig, dann muss es Schlo gewesen sein. Nee. Oh, jetzt gibt's einen Double Kill. Licht ist aus. Boah, die ist mir. Wer war das? Ich sehe nichts mehr. Wer ist das? Wer ist denn das? Ich sehe seinen Nick nicht mehr. Wer ist das? Wer sind diese Dudes hier? Mental und. Fuck los. Ich habe leider zu spät gewotet, ich schließe mich an und... Es ist keiner gestorben. Ich stand auch am Lichtschalter und habe gespammt. Schlo, du warst ein bisschen schneller. Was mich jetzt verwundert ist, Schlo würde nicht den Alarm drücken, wenn er Imposter wäre. Nein. Achso, den Alarm meinst du. Licht war noch aus. Ich habe gerade Licht angemacht. Ich hab Moment, Licht angemacht. Kaya, wen hast du gewotet? Ich habe eben gerade falsch gewotet und es können nur Matteo und Tinker sein. Für mich ist es, oben kam, ist es für mich Matteo und ich möchte meinen Vote einfach hinzufügen. Wenn wir so voten wie gerade, ist Matteo jetzt raus. Kaya, wen hast du gewotet? Das ist Schlo, Leute. Stopp. Tinker, mach keinen jetzt Fehler. Jetzt bin ich, dann ist es ja, aber Schlo. Tinker hat nein, doch auch schon gewotet. Tinker. Wenn das Schlo gewesen wäre, hättest du es doch gesehen. Also pass auf. Unge ist hundertprozentig Crewmate, weil ich habe double-checked, ob er nicht am Licht rumspielt, sozusagen. Und deswegen konntet ihr einen Namen drücken. Es muss Schlo sein, weil er weiß, dass wenn der Kill in Specimen passiert ist und der Kill an Anni passiert ist, das geht nicht von dem Cooldown her. Kaya, das heißt, hast du denn schon gewotet? Ich habe gegen Dalu gewotet, weil er hat so eine Mördermaske an. Das ist Tinker und Schlo. Sorry, Kaya, sag bitte nochmal. Kaya hat mich gewotet. Ich habe gegen Dalu gewotet, weil er eine Mördermaske anhat. Nein, ich hab geskippt, weil ich habe keine Ahnung. Okay, gut. Okay. Also für den Kill kommen nur Tinker und Matteo in Frage. Den kann kein anderer gemacht haben. Ich stand mit Andi da drin. Ich bin mit Andi. Tinker, hast du Schlo gewotet oder Matteo? Nein, ich habe Matteo gewotet. Tinker hat mich gewotet, aber falsch. Es ist falsch. Wir müssen uns jetzt einmal alle einig werden, was ich habe Schlo gar nicht gesehen. Dalu, was sagst du denn? Und Dalu, wenn wir alle zu dritt Tinker voten, dann reicht das oder reicht es nicht? Ja, reicht das, ja. Aber seid ihr euch sicher bei Tinker? Tinker, ich denke, es sind beide. Ja, ich würde auch Tinker. Okay, let's go. Tinker, let's go.
Ey, was? Okay, danke, das war irgendwie nicht so geil. Dalu, bist du's? Ach, Dalu. Es ist einfach Dalu, der kleine. Ey, was? Ey, so will ich nicht mehr. Okay, ich muss mich vor Dalu in Acht nehmen, ne? Ich wusste, dass der. Und Tinker ist, glaube ich, auch, die killt mich gleich. So, Leute, ich uploade hier nochmal schnell was. Keine Ahnung. Guck mal, da ist Tinker. Ich glaube, die. Scheiße! Ich wusste, dass es. What? Sind wir jetzt wieder im Dings? Geht und töte den. Matteo steht direkt daneben. Ja, super war das. Matteo, ich hab das nicht gesehen. Schloss, sorry, da ich dachte, du bist es, aber als du gesagt hast, das kann nur ich dann sein, dachte ich, hey, dann muss es Schloss sein. Nein, wenn wir alle Tinker wollten, schaffen wir es noch. Ja. Und? Ja, das hat uns halt wieder verarscht. Ne? Boah, wie Kaya übrigens, so ist es jede Runde mit Dalu. Niemals Dalu vertrauen. Ich wollte ihn auch rausvoten, nice. Wegen der Maske. Aber Matteo, ich verstehe das nicht. Du standst daneben. Ich habe dich angefasst quasi noch. Nee, für meinen Sichtkreis war das, habe ich nichts gesehen. Und dann erst, als der Report-Button aufgeblinkt hat, habe ich gesehen, dass... Also, keine Ahnung. Der Leader ist, kann der schon mal in die Oh ja, sorry. Ja, genau. Dalu hat sich noch so bekeckt hier von der Runde. Er musste nichts tun. Niemand hat sich verdächtigt. Dalu, ey. Es tut mir sehr leid, das Misstrauen. Das ist doch so geil, wenn wir jetzt alle Tinker wollen und ich so, ja, ich drücke auf Matteo. Ja, ich dachte den ganzen Anfang über, dass Kaya Imposter ist, weil er stand bei Admin bei diesem Bücherregal. Und ich dachte so, hä? Was macht der denn beim Bücherregal? Dann habe ich mich so daneben gestellt und dachte, liest er ein Buch? Was ist los? Und bei mir hat er sich über jedes Loch gestellt und hat erstmal. Das sah so aus, als wenn er sich. Oh, das Symbol verändert sich. Also, wir sollten, glaube ich, genau. Kaya nochmal kurz ein bisschen was erklären. Das Spiel erklären. Wieso? Ich habe doch überlebt. Ich weiß gut. Gar nicht, was ihr habt. Ja, eine Sache am Ende. Mhm. Du hast relativ schnell geskippt den Vote. Aber am besten ist, du hältst dein Vote auf bis für die letzten 10 Sekunden, weil dann hörst du alle erstmal so bis zum Ende an. Genau, und dann kannst du nochmal eine andere Meinung bilden, weil sonst, wenn du dein Vote abgibst, kannst du nicht mehr zurückziehen. Genau. Okay. Und beeinflussen lassen, meinst du? Und ganz wichtig, wenn nur noch 6 Leute leben und man sich sicher ist, dass noch 2 Imposter leben, dann ist das Ding halt easy durch eigentlich für die. Da machen die Double Kill nach der Runde direkt und dann hast du direkt verloren. Deshalb musst du, wenn du 6 Leute hast und 2 Imposter, also auf jeden Fall einen rausvoten. Das ist jetzt schon advanced, aber ich würde erstmal auf die Basics gehen. Also Kaya, wir sind Crewmates in diesem Schiff und wir müssen Aufgaben erfüllen. Wenn wir, da oben ist ja so eine grüne Leiste, die hast du gesehen, ne? Mhm. Wenn wir Aufgaben erfüllen, dann wird diese grüne Leiste immer voller. Wenn die ganz voll ist, dann haben die Crewmates gewonnen, egal was die Imposter machen. Mhm. Die Imposter gewinnen, wenn sie alle anderen töten. Also wenn gleich viele Imposter wie Crewmates noch am Leben sind, dann ist es auch vorbei. Das sind sozusagen die beiden Ziele, die beiden Fraktionen erreichen müssen. Mehr ist es eigentlich nicht. Und die einzelnen Aufgaben, da musst du einfach als Crewmate hinlaufen. Das leuchtet. Wenn du Tab drückst, dann siehst du die Karte. Und dann läufst du da einfach hin, da wo so ein gelber Kringel ist, und dann machst du einfach die Task. Das sind meistens immer nur so einfache Sachen. Irgendwas ziehen, drücken, sortieren oder sowas. Und in den Runden, wo wir uns dann halt besprechen, müssen wir als Crewmates halt versuchen, die Impostoren, also die Mörder, rauszuvoten. Deswegen den Vote aufheben, und wenn du dann am Ende trotzdem nicht weißt, wen du voten sollst, dann machst du unten Skip-Vote. Ansonsten dann mache ich auf Dalu, oder? Genau, nein, dann immer auf Dalu. Ja, bitte. Ja. Ich hätte aber richtig gelegen, ich wollte dich rausvoten. Ja, aber nur, weil ich eine Maske auf. Ja, ist doch wurscht. Dalu, mit dem Heiligenschein hier, das gefällt mir aber nicht. Wenn ich gewotet werde, weil ich eine Maske trage. Ja, aber wäre ja zu Recht gewesen diesmal. Ja, okay, ich würde sagen, wir spielen einfach weiter. Ich denke, das gute wird immer Runde, klarer. Ach so, vielleicht noch ganz kurz, weiß Kaya das mit Geist? Habt ihr den genau, wenn du stirbst, kannst du also da gibt es so EMF, dann kannst du auch nach Gefriertemperaturen. Ja, genau. Du musst dann ein Buch auf den Boden legen und wenn der reingeist. Ja. Salz ausstreuen und dann Schlüssel nicht vergessen vor der Haustür. Genau. Vergesse ich immer. Nee, es ist wichtig, dass du deine Aufgaben mal trotzdem machst, weil ansonsten können die Crewmates nicht über die Tasten. Ich habe was ab und was downgeloadet. Also ich habe schon. Ist ja schon voll geskillt und legt uns hier rein. Nein. Ich komme rein. Das ich wollte euch nur. Ich habe das auch gemacht. Ich kenne, alle machen das. Ja. Erstmal behaupten, man kennt es nicht. Das stimmt. Ja. Ist jetzt immer geklappt. Lass einfach weiterspielen. Ich glaube, umso mehr Praxis wir reinholen, umso besser wird's. Das stimmt. Okay. Ja. Ich kann dir übrigens nie wieder vertrauen, Ticker. Okay. Good luck, have fun. So, Leute, jetzt mache ich alles kaputt. Alle. Ich hoffe, ich bin der Killer und Töter einfach.
In plain sight, oder? Wo sind meine Aufgaben? Nicht hier. So, Leute. Wir sind schon in der zweiten Runde. Ich finde, ich spiele das Spiel schon viel besser. Ich muss sagen, ich bin... ich check noch nicht so ganz die Minigames hier. Muss ich... Was soll ich hier machen? Pull and hold. War's das? Oh, nice. Guck mal, Leute, da könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich hab das Game im Griff. Schau hier. What? Boah, jetzt muss ich gucken, dass mir niemand in den Rücken fällt, oder? Ich muss doch von da starten. Geh doch da. Kann mir mal einer. Muss ich von hier starten? Ich bin zu doof für das Spiel. Ich bin mir sicher, ich muss diesen Strahl hier durchkriegen, richtig? Aber ich klicke jetzt alles an. Ich klicke alles an. Dalu will mich töten. What was that? Ich habe keine Ahnung, was hier passiert. Wo gehen denn alle hin? Also ich muss mich in Sicherheit bringen. Ey, kann mir einer sagen, was das bedeutet? Keine Ahnung, ich habe mich jetzt einfach zu den anderen hingesetzt. Ist denn Rederunde jetzt? Nee, ne? Was war das? Die gelben Funken anklicken, wer hat was? Du musst den Alarm ausmachen. Hä? Und wieso sind die alle hier hingerannt? Hier ist doch eine Aufgabe. Okay. Ja, ist schön, dass... Oh. Das war mehr Glück als Verstand. Ich habe mal ein Meeting einberufen, weil ich... Was? Oh, okay. Weil ich glaube, wir können relativ gut ausschließen. Also mindestens zwei Kills sind in der Zeit passiert, wo Alarm an war. Der übrigens super lange an war und du standst ganz allein, um das Ding auszumachen. Also, hast du irgendwie nicht gedrückt dann. Okay, Schlo. Erstmal bin ich mit Kaya nach oben links gelaufen, um dann eure ganze Raffelbande mit 18 Leuten da oben zu sehen. Nee, ich kam auch erst am Ende dazu. So, und dann bin ich nach rechts gelaufen und hab direkt gedrückt. Also ich bin von links nach rechts gelaufen. Okay, aber eine ganz kurze Info, die ich jetzt kurz haben will. Weiß irgendjemand, wo eine Leiche liegt? Mindestens eine. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, Specimen und alles auf der rechten Seite. Mhm. No. Okay. War eben gerade noch links. Ja, also ich meine, Anni und also Andi waren die ersten Toten, glaube ich. Links im Rennen waren liegen. Orange, Rot, Lila, Blau und ja, Kaya war auch links. Kann genau, ich, das meine ich ja. Kaya also und ich sind links hochgelaufen. Vles war links oben, Schlo war links oben, Sepp im Lab ist 100, also im Lab ist 100 pro keine Leiche. Und da habe ich nur Sepp gesehen und mich. Ja, ich kam da gerade hin, aber also ich bin bis zu dem Teleskop gekommen. Und dann hat Dalu Meeting gemacht. Also aufgrund des Meetings, beziehungsweise aufgrund des Seismics oben, fehlt nur Matteo. Ja. Alle anderen waren oben links. Ja. Ich war im Labor und habe da meine Task weitergemacht und habe mich nur gewundert, dass keiner drückt. Aber wie soll ich drei Kills gemacht haben in der Zeit? Nein. Unten, warst du denn unten rechts, Matteo? Wo denn unten rechts? Ja, da dein Todesraum, da wo ich nie hingehen möchte, da. Ich bin zu ganz Beginn der Runde einmal durch Specimen durchgelaufen, habe die Task gemacht, wo man den Kristall und diesen Totenkopf und sowas sortiert, bin einmal durchgelaufen. Okay. Dann kam ich aus Admin raus und bin hochgelaufen zum Labor. Okay. Also, ja. Aber okay, danke für den Vote. Kein Thema. Ich sag's Dalu. Ist einfach nur ein Gefühl. Leute, wir waren alle oben links außer Matteo. Ja. Okay, Leute, ich hab mich nicht schlecht geschlagen, findet ihr nicht? Ich muss sagen, ich bin noch am Leben. Ich gehe jetzt ins Office nebenan und da sind Dalu, Schlo und Tinker und die fummeln schon an irgendwas rum. Jetzt ist nur noch. Also, man soll. Oh. Man sollte nicht. Warum bleibt Tinker hier? Ist das. Wieso ist Tinker hier verschwunden? Habt ihr das gesehen? Tinker ist verschwunden. Die ist verschwunden hier links oben. Und was will der Mäntel von mir? Was will der von mir? Scheiße! Ich hab ein bisschen Schiss
Vom Mäntel. Ding, habt ihr das gesehen, Leute? Die ist hier links oben verschwunden. Soll ich ein Emergency-Meeting einberufen? Kann die denn hier links oben verschwinden? Die war doch hier. Die war hier. Und dann ist sie... Ich hab total Schiss gerade, sorry. Ich weiß nicht, soll ich einen Alarm benutzen oder nicht? Ich glaube, es ist Dinka. Es war ein Bug. Sorry, ich musste kurz in den Chat gucken. Ich war sehr, sehr verunsichert. Was mache ich denn hier mit den Weapons? Was? Oh, jetzt sehe ich auch wieder mehr. Wer war das? Snap? Ach, die Geschichte kapiere ich nicht. Ich kapiere nicht, was ich hier machen muss, Leute. Ich kapiere es einfach nicht. Tut mir echt leid. Ich drücke auf alles. Ich klicke auf alles. Ich habe keine Ahnung, wie dieser Shit hier funktioniert. Wieso wird es jetzt wieder? Soll ich in den Chat gucken? Ziehen. Mit der Maus ziehen. Was soll ich denn ziehen? Ich ziehe alles Mögliche hier an Shit. Das Ding ist verbuggt. Ich kann es nicht. Den Leuchtpunkt ziehen. Ach so! Hallo. Hallo. Matteo. Was denn, Blesk? Was ist los? So. Was ist? Es fallen extrem wenige Kills. Es liegt natürlich daran, dass wir Matteo schon im Sass hatten, der sich jetzt nicht mehr traut zu töten. Der hat Dalu auch gerade im Lab weggemacht und ist neben mir und Tinker gerade aus dem Vent gekommen. Okay, das stimmt nicht. Tinker, kannst du das bestätigen? Tinker. Es tut mir total Tinker, du bist leid. Gemutet. Nein. Das stimmt nämlich auch nicht. Ich habe ihn tatsächlich, aber ich habe gerade auf die Wer wo ist geguckt im Admin-Channel. Also kam gerade aus diesem kleinen Gang unten links in Admin. Bless versucht mir das gerade zuzuschieben allem, und versucht Tinker zu benutzen und Tinker macht, also Tinker ist glaube ich somit dann kein Imposter, aber Bless ist 100% einer. Ich habe Tinker gesehen, wie sie in der Blume verschwunden ist. Warte, kurz nochmal, um es Revue passieren zu lassen. Dalu ist jetzt tot, ne? Wir wissen, dass er Crewmate war. Die Info, die er uns mitgegeben hat vor seinem Abgang, vor seinem sehr glorreichen Abgang, war, Matteo war nicht links. Zwei Leute sind auf der rechten Seite gestorben. Drei sogar. Also ist ja, warte mal, ist jetzt zwei tot oder drei tot? Weil du hast gesagt, es killen sehr wenige. Sind jetzt nicht mehr Leute tot? Ganz am Ende sind noch zwei gestorben. Dalu ist ungefähr 6 oder 7 Sekunden tot, glaube ich. Vielleicht ein bisschen länger. Wer war denn am Anfang tot? Die andere Person hat sich ein Alibi bei Dalu geholt, hat dann einen Kill begangen, sein Imposter, du zwei Kills. Nee, und dann haben die es versucht, na klar. Und warum stimmt das, was du gerade eben erzählt hast, einfach nicht? Dass du sagst, Matteo kam 100% aus einem Vent und Tinker kann das aber nicht bestätigen. Die kamen gerade aus Bessemann. Tinker, du kannst auch nicht der Zweite sein. Das wissen wir auch, weil der Kill ist gefallen. Fallen, ich weiß auch, schon aus dem Band kam. Ich weiß auch, dass Tinker das nicht ist. Kaya oder Sepp sind. Aber vertraut eurem Herz, eurem Bauch. Blast hat gerade eben gelogen, um mich zu beschuldigen. Es muss Blast sein. Na, warum sollte er sonst lügen? Blast smilet halt so, ne? Ja, natürlich. Aber Dalu hat ja schon gesagt, das ist Matteo. Tinker, der dreht im Grab um. Tinker, warum soll... Ja, das ist Quatsch. Warum sollte er lügen? Kaya! Entschuldigung, ich hab dich verschwinden, du bist verschwunden. Du hast die Task nicht gemacht. Sie hat die Task nicht gemacht und sie ist hier in der Blume verschwunden. Natürlich glaube ich, dass sie das ist. Please insert card. Ja, achso. Geh doch durch. Das ist die falsche. What? Langsamer. Okay, noch. Hä? Sepp und Mäntel. Den wollte. Dalu. Den hat er einfach keiner auf dem Schirm. Ey, Sepp hat niemand auf dem Schirm. Das war geil. Ich war tot und ich dachte 100% du bist Imposter diese Runde. Warum?
Weil du drei Leichen siehst und ich einmal Admin-Pool checkst, wo eine Leiche unter anderem so, lag. Du rennst raus und machst direkt Meeting und ich war so, ja, weil ich, weil wer checkt denn nicht Admin-Pult? Ja, weil für mich war es halt klar, weil alle oben links waren, dass die Leichen der einzige sind, der gefehlt hat. Ich hab die Leichen gezählt und hab gezählt, wie viele oben links waren. Und wusste, dass Matteo der Einzige ist, der nicht da war. Die arme Anni, die in der Kamera lag und keiner findet sie. Sie ist so früh gestorben und alle haben sie missachtet. Ja, ich lag hauptsächlich von Admin und Damus zweimal vorbeigelaufen. Sepp, dankeschön. Anni weiß nicht, ja. Ich bin komplett durch Specimen durchgelaufen, hat man ganz erst am Ende gekillt. Ein paar Sachen, die noch wichtig sind, Kaya. Ja. Also wir machen jetzt, nach jeder Runde kriegst du ein oder zwei neue Informationen, damit du einfach es weißt. Also, es gibt, das sollte nicht überheblich klingen oder so, sondern einfach, ich will nur, dass, ne? Also, das ist besser wird. Überheblich klingen, alles gut. Genau, also Impostoren, also die Leute, Entschuldigung, die Leute, die killen können, die können in Vents springen, das sind Lüftungsschächte, und dadurch können die sich schneller über die Map bewegen. Das heißt, wenn du jemanden in so einen Lüftungsschacht reinspringen siehst, dann weißt du 100%, der ist Imposter. Auf dieser Karte sind aber Löcher und keine Lüftungsschächte. Oder Löcher, ne? Genau, richtig, das sind dann so Löcher. Und noch eine wichtige Sache, gerade am Ende hast du ja Tinker gewotet, also Lila. Ja. Selbst wenn du so 100% sicher bist, dass Tinker es ist, es hätte dann nichts mehr gebracht, wenn du der Einzige bist, der sie votet. Am besten ist dann, man schließt sich irgendeiner Gruppe an, dann hat man zumindest noch die Chance, dass der Richtige rausfliegt. Flesk hätte fliegen müssen. Also das heißt, ich hätte euch überzeugen müssen, dass es Tinker ist. Ja, du entweder überzeugst du die anderen, dass alle Tinker voten, oder du schließt dich der anderen Gruppe an, weil die anderen, es haben entweder haben Leute, was war es, eine Gruppe hat Flesk gewotet und die andere Mantel. Ja. Genau. Die zwei Imposter haben mich gewotet und ich und Tinker haben Matteo. Hättest du dann zum Beispiel jetzt auch eine von den beiden gewotet, hätte es noch eine höhere Chance gehabt, dass dann der Richtige zumindest rausfliegt. Wenn du einfach deine Stimme sozusagen abgibst, dann ist es so wie Das heißt, ich sollte mit euch immer besprechen, wen ich vote, ja? Genau. So ein bisschen. I get it. Also zum Beispiel, als du gesagt hast, Tinker ist in der Blume verschwunden, wenn ich nicht Imposter gewesen wäre, hätte ich das geglaubt und hätte sie gewotet, weil für mich wäre das dann so ein Vent gewesen. In dass was sie dann für einer Blume? Vielleicht war das ein Bug, Tinker. Du warst wirklich mit mir in dem Raum. Du hast keine von den Aufgaben gemacht. Angestellt. Ich schwöre. Du hast, weißt du, du hast dich verdächtig, weil du hast keine von den Aufgaben gemacht und dann warst du plötzlich weg und da dachte ich, du bist in irgendeine Blume reingehüpft. Ja, vielleicht war das tatsächlich Blume so Daisy. Also ich glaube, Kaya, ich denke, es ist Tinker. Ja, Tinker. Ich glaube auch. Also ich würde sagen, wir alle voten Tinker in der nächsten Runde raus und dann sind wir safe. Okay, bin ich dabei. Call. Let's go. Okay, nächste Runde, let's go. Ich mach direkt Emergency, ne? Okay, Leute, es war ein Bug anscheinend. Ich möchte auch mal töten, Mann. Okay, aber so langsam komme ich in das Spiel rein. Ich habe auch eine Klorolle mit dabei, Leute. Ist das Spiel leise? Ist es laut? Tinker ist mir wieder am Arsch. Ist sie da reingegangen? Komm, dann gehe ich woanders hin. Das ist mir zu viel. Zu viel Dudes und Dudettes sind hier. So, ist es jetzt laut genug? Flesk, ich glaube, der killt mich gleich. Ich glaube, ich gehe woanders hin, oder? Wieso war denn eigentlich vorhin die Tür hier zu? Kann mir denn das einer sagen? Komm, wir gehen zu den Weapons. Weapons, immer geil. Ich mag so langsam... Wieso hat er das nicht zu Ende gespielt, der Mantel? Wieso hat er das nicht zu Ende gespielt? Wah! Ich glaube, der Mantel ist es. Der spielt's nicht zu Ende, Der spielt's nicht zu Ende! Und der klebte mir gerade am Arsch. Kann ich jetzt gegen ihn voten? Ich vote gegen diesen... Gegen Matt. Da ist er schon wieder! Da ist Dalu und Mantel. What the fuck? Scheiße, Leute. Ich hab Schiss. Kann ich mich verstecken? Was soll ich denn jetzt hier machen? Okay, das war nicht schlecht. Boah, wenn jetzt hier einer rauskommt, dann muss ich mich verpissen, oder? Alter, bin ich tot? Okay. Jetzt kriegt doch nicht die arme Anni immer. Ja, die arme Anni, nimmt die immer raus. Also wer war das? Anni, ich weiß nicht. Anni liegt vor, ist das die Lifelines oder ist das die Task? Was ist da? Das musst du fragen. Das linke von den Dingern. Ich weiß nicht, wo genau die Lifelines da. Die Lifelines sind rechts. Darf ich einen Verdacht ausdrücken?
Was? Darf ich einen Verdacht, aussprechen? Ja, klar. Der Mäntel, der kam aus dem Waffenraum raus und hat nichts von dieser Aufgabe gemacht. Dann wollte ich die Aufgabe lösen, da kam der Mäntel und stand quasi direkt hinter mir. Das ist korrekt. Das reicht also diese, mir. Nein! Was? Warte mal ganz kurz. Okay, safe. Ich wollte Kaya nur beobachten, wie er die Task macht mit den Waffen. Und dann hat er mich, glaube ich, beobachtet. Und dann habe ich ihn wieder beobachtet. Das war so ein Hin und Her. Du kamst aus dem Waffenraum raus und hast die Aufgabe nicht gelöst. Warum nicht? Warum nicht, Matteo? Ich habe die gelöst. Also ich möchte den Verdacht einmal ganz kurz unterstreichen, denn ich war die ganze Zeit links auf der Seite von Electrical. Da waren noch Dalu und Unge mit mir auf der Seite. Und nachdem das Licht angegangen ist, waren die beiden sind nach rechts weggegangen. Und auf einmal läuft Matteo mir echt merkwürdig hinterher, von oben nach unten. Also, ich kann euch so viel sagen. Ich wurde die ganze Runde von allen möglichen Leuten gesehen. Kaya am Anfang der Runde, dann oben habe ich Licht angemacht, dann bin ich runtergelaufen. Schlo hat mich gesehen, Unge hat mich gesehen. Also diesen Kill habe ich 100% nicht begangen. Hast du noch irgendeine sinnvolle Info für uns? Ja, ich stand in der Lifeline, Anni stand neben mir links in der Task. Ich bin rausgelaufen, ich bin jetzt gerade Tinker entgegengelaufen im Lab. Sprich, das waren vielleicht 5 Sekunden oder sowas und Anni ist jetzt tot und Sepp reportet. Ja, Self-Report, safe. Also, was machen wir? Das könnte auf jeden Fall ein Self-Report sein. Wir skippen erstmal, aber das wir behalten doch mal. Dann müsste es ja Vleska ein. Nee, also es kann natürlich auch zwischen uns jemand reingelaufen sein, getötet haben. Unwahrscheinlich. Aber Timing her ist sehr, sehr, sehr. Also, genau, Sepp und Mäntel, alles klar. Nein, Vorsicht vor Mäntel, ich sag's euch. Mäntel ist es. Mäntel ist einer von den Dudes. Wo bin ich? Ach, da. Boah, ich geh mal woanders hin. Hier sind mir zu viele Leute. Fix the lights. Muss ich wieder zu den Weapons? Moment. Hey, wieso? Ich hab doch die Weapons gefixt, oder? Okay. Alter, ich mich erschrocken. Wieso hat Tinker hier die... Wieso hat ihr das nicht gemacht? Boah, ich hasse das. Ich komm, sag mal, willst du mich, wolltest mich gerade töten? Nein, ich wollte, du hast Dings, schöne Augen und so. Also ich frag mich, wie du mich überhaupt sehen konntest mit dem kleinen Lichtkegel. Hast du etwa Imposter-View? Also erstmal habe ich einen riesigen Lichtkegel, ja? Und dann zweitens, das Licht war an. Ich habe es selber angemacht. Ja, aber trotzdem ist unser Licht, Guckgrad ist eingeschränkt. Und ich konnte nicht sehen, dass du mir die ganze Zeit herläufst, aber du warst immer dann wieder um die Ecke gelaufen mit hinter mir. Naja, du bist kein Houdini. Wenn du nach unten läufst, und dann verschwindest du nicht auf einmal. Ich hatte um mein Leben Angst, wirklich Hilfe. Ja, das glaube ich. Also ich glaube, Simon. Also ich glaube, ich kann sagen, du Flex gestorben. Okay, wo denn? Ich glaube im Lab, aber also ich habe ihn eben tot auf den Lifelines gesehen, bin dann unten in Admin kurz gucken gegangen und die einzige feste Position war im Lab oben. Kannst du kurz zeitlich eingrenzen, wann das war? Wann hat er noch gelebt, wann ist er gestorben? Also ich bin jetzt gerade aus dem Admin losgelaufen, weil zum Lab und gucken. Das heißt, der Mord ist in den letzten 10 Sekunden passiert? Mal Andi, bist du mir Sekunden. Entgegengekommen? Okay. Also, Leute, was? Wer war gerade bei mir unten in Admin-Table? Das war ich, genau. Du bist gerade nach unten gegangen Richtung Schleuse. Genau. Ja, du kamst aber von rechts. Also, du glaubst, dass die Leiche im Labor liegt, ja? Ich glaube, dass die Leiche im Labor liegt. Aber warum ich weiß nicht, denkst du Labor? Genau, ne? Warum glaubst du Labor? Siehst du die nicht in Admin? Doch, die Leiche bleibt. Ach so, genau. Die Leiche bleibt fix. Alles andere hat sich bewegt. Also, ich kann es nicht hundertprozentig sagen. Ich habe Licht mit euch angemacht. Schlo hat mich gesehen und wir haben uns einmal gegenseitig Licht an- und ausgemacht und danach wollte ich runter zu Weapons. Und Kaya? Okay, cool. Ja, also pass auf, Tinker, ich kam von Weapons. Ich habe übrigens die Aufgabe gelöst. Tinker kam mir entgegen und dann ist die aber von einer Aufgabe weggelaufen, hat sie nicht gelöst. Von welcher denn? Von hier, diesem Lichtspiel da. Kaya! Bitte, hör auf zu framen. Du und Sepp, ihr seid so obvious. Nein, Simon, chill mal ganz kurz. Ich glaub's es, Sepp. Simon, ich werde dich jetzt richtig hand... Sie hat die Aufgabe nicht gelöst. Also Tinker und Mäntel.
diese komische. Was ist mit Andi? Wo läuft der hin? Wo läuft denn der Dude? Der Dude? Wieso ist hier wieder zu? Ach du Scheiße, Sackgasse. Wieso ist hier... Wieso kommt... Ah! What? Aha. Wieso sind denn manchmal Türen? Macht das der Impostor oder was? War's das? Ach so! Alter, wenn man diese Spiele nun... Okay, immerhin. Boah, ich sehe nichts. Oh mein Gott, Mental ist tot, hätte ich nicht gedacht. Dass er Crewmate ist, hätte ich nicht gedacht. Hat er vielleicht sich selber umgebracht? Ja, das glaube ich auch. Naja, zum Glück geht das nicht. Tinker, wo liegt die Leiche? Der liegt, ich bin Specimen hoch an dem Admin-Table. Kaya, wo bist du? Ich habe gerade zwei Aufgaben gemacht. Einmal diesen Lichtschalter-Shit da. Weißt du, wurde da durchs Labyrinth da. Übrigens die Aufgabe, die Tinker nicht gemacht hat, die habe ich gemacht. Ja, und es, dann... kann, es kann sein, dass ihr unterschiedliche Aufgaben habt. Ach so. Haben wir nicht dieselben? Nee. Nein. Nee. Nur zwei aber Stück, glaube ich. Kaya, wo bist du jetzt? Kaya, wo stehst du jetzt? Ich war links unten und habe dieses Flaschenabfüllen gemacht. Übrigens habe ich die Task auch zu Ende gebracht, nur mal dazu. Dieser Verdächtige in der Unterton, glaubst du, ich merke das nein, nicht, nein, oder nein, was? Nein, es gibt einen Posten, der ist safe du? Und bei einem schwank ich leider. Ich frage mich, warum Mental sofort gesagt hat, lass Tinker voten. Warum hat Mental das gesagt? Weil es gab genug Belege gegen Tinker? Nein, also Tinker, also in der allerersten Runde, der allererste Kill, den Vlesk gesagt hat, war, dass der in Admin passiert ist, Vlesk ins Specimen gegangen ist, Tinker entgegenkam und der Kill keine 5 Sekunden her ist. Tinker kam in der Zeit nicht aus der Schleuse unten raus. Sie wird den Kill nicht gemacht haben können. Vlesk offensichtlich auch nicht. Und der Einzige, der dann noch in Frage kommt, war Sepp, weil er reported hat. Der erste Kill wird ein Self-Report gewesen sein. Und jetzt habe ich den Verdacht, Junge, dass du Matteo gekillt hast, als das Licht ausging. Ich hab auch erst gedacht, dass du es gemacht hast, weil du warst so schnell beim Licht, ich dachte, du bist gewendet. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, dass du das machen würdest, dass du zum oben links hinwenden würdest, Licht ausmachen. Weil ich bin zum Licht gelaufen, als wir uns verloren haben an der Tür, und dann dachte ich, wird Dalu sowas machen, ist ein Dalu-Play? Könnte sein. Also den ersten muss ich leider auf Sepp schieben. Ich würde auch erstmal Sepp voten. Aber wer dann? Hunger. Und wenn es jetzt nicht Sepp ist, haben wir eh verloren. Wenn es jetzt nicht Sepp ist, haben wir verloren. Da bin ich mir ziemlich sicher. Tot diese. Wenn wir jetzt nicht verloren haben, dann würde ich Dalu auch relativ gut ausschließen. Okay. Okay, es war Sepp und nicht Tinker. Sorry, Tinker. Tut mir leid. Was mache ich jetzt? Wieso ist das hier immer noch nicht gelöst? Mann. Too slow. Fuck off. Na also. Wo gehen wir hin? Wo bin ich? Ach da. Ich muss hier durch. Wieso ist hier die Tür zu? Ey, ich check's nicht. Auf der Map ist dieses... Ach hier, ich muss... Na. Ich hab doch gesagt, das ist Tinker. Ich hab's... Wieso? Ich war noch nicht mal... Was kann ich denn jetzt als Ghost machen? Kann ich noch ein paar Aufgaben lösen? Oh. Achso. Du weißt, dass ich Lights gefixt habe. Ich habe dann die Camps geguckt. Rechts neben Admin hat Tinker Türkis getötet. Also Kaya. Das ist jetzt die Frage, ob Dalu, wir sind die Letzten, die überleben. Das ist die Frage, ob du mir vertraust, aber ich hab's in den Camps gesehen. Oh, ist das gemein? Ja, ist aber. Ist das fies? Das ist eine scheiß Situation, ist für dich.
rechts neben Admin, da wo man diese Lifelines checkt, da liegt der und da war die Tür zu. Tinker ist mir auch entgegengelaufen. Ich hatte keinen Report-Button mehr, so hätte ich Report-Button gedrückt. Aber weil ich eben reportet habe, als Mental mit hergelaufen ist, muss ich zur Leiche laufen. Ich bin dann zur Leiche gelaufen. Ich war noch nicht mal in der Nähe. Ich habe die letzte Task voll gemacht, weil ich gedacht habe, naja, dann habe ich es gleich fertig. Und dann können wir Kaya beschützen, weil der wahrscheinlich am allerlängsten braucht für seine Tasks und gut ist. Also ich glaube, es hat jetzt eh keinen Sinn mehr, irgendwas zu versuchen, erklären oder klar zu machen. Beide sind für mich verdächtig. Tinker, du hast eine Leiche reportet in der Runde davor. Unge hätte es gewesen sein können, weil das Licht im perfekten Moment ausging und Mental bei mir war. Ja, frag mich alles, was du willst. Du, ja, ich hab gehofft, dass du die Zeit Asteroids gezählt hast bei den Asteroids. Ja, hab ich auch. Ich bin auch so weit weggestanden, aber das kannst du ja auch alles absichtlich getan haben, um mich jetzt dafür zu nehmen. Ich kann dir alles beantworten. Alles, was ich gemacht habe in jeder Runde. Ich hab tatsächlich noch gedacht, scheiße, ich sollte die Task nicht fertig machen. Ich muss zum Licht, weil wenn jetzt irgendeiner umbringt, nachher heißt es, naja, Tinker war nicht mehr oben beim Licht. Und dann dachte ich, geh gleich und dann war es aber wieder an. Von dem her. Tinker, lügst du? Nein. Genau in dem Moment, als ich die Kamera geschaut habe, hat Tinker ihn umgebracht. Warst du auf der Kamera zu sehen? Nein, kann ich gar nicht. Ich war noch nicht mal in der Nähe. Okay, ich hoffe, das sagt alles. Ja, ich glaube, Tinker. Mich verloren. Ja, du hast verloren. Nein, Spaß, wir haben gewonnen, Dalu. Wir haben gewonnen. Nein, ich bin nicht im Spiel. Stark. Okay, jetzt ist alles gut. Stark. So stark, Tinker. Starke Runde. So am Zittern kann ich. Ich war geschockt, Simon, als du gesagt hast, ja, du hast verloren. Ich hab gedacht, ihr beide die Lichter anmachen, es kann nur ich ihn getötet haben. Wie dumm bin ich? Und ich hing da auf dem Button für hier das ich weiß gar nicht, wie das heißt. Und da kam aber vorher der Report. Und ich habe noch gedacht, als du mir vorbeigelaufen bist, Unge, so, fuck, Mann, er sieht ihn jetzt. Hallo. Müssen wir über irgendwas reden? Es tut mir so leid. Du bist mir so oft entgegengekommen am Anfang. Ich musste dich irgendwann töten. Am Anfang habe ich dich extra verschont, weil ich konnte dich eigentlich nicht nochmal direkt töten am Anfang. Wer hat Matteo gesnackt? Ach. Tinker. Was genau ein perfektes Timing. In der letzten Sekunde, und ich bin da selber in den Tod gelaufen. Sie stand an Admin einfach und dachte, oh, lecker. Ja, weil du, Unge und ich waren ja zusammen in Admin, Licht ich aus. Und du bist nicht mitgekommen. Ich habe Simon gechased. Ich habe eine Stunde lang Unge gechased, damit er checkt, dass ich unschuldig bin. Und das hat aber immer nur den Verdacht erhärtet, dass ich das bin. Ich bin deswegen extra bei Dalu stehen geblieben. Und immer genau da, wo du standest, ging die Tür zu, das Licht aus. Digga, da habe ich immer wieder Dalu verloren. Ich wollte immer nur hinterherlaufen. Ja, und ich dachte die ganze Zeit, nein, der glaubt immer mehr, dass ich das bin. Scheiße. Ich glaube, dass du das bist. Ich habe mal eine Frage. Wie nah muss denn der Traitor an mir ran sein, um mich zu töten? Weil das so ein Tinker. Ungefähr, wie wir so zwei Meter. So reicht schon. Schon so. Aha. Ja, genau so. Also muss schon näher dran sein. Ja, also ich glaube, von hier wird schon gehen. Die wichtigste Info ist, dass die ersten ein, zwei Tasks, in unserem Fall zwei Tasks, hat jeder, die anderen sind alle unterschiedlich, Kaya. Ich finde es cool, dass du mir pro Runde die Infos gibst. Wie viele Infos kommen noch? Genau. Also wenn du eine Task hast und jemand anderes läuft da dran, der muss sie nicht auch haben. Das ist so ein bisschen random. Aber du musst auch dran denken, viele Leute gucken nur, ob jemand eine Task wirklich gut macht und laufen dann wieder weg. Weißt du? Also nicht jeder, der sich an eine Task dran stellt, macht die auch, sondern der guckt da manchmal, checkt da so ein bisschen ab. So, erstmal vielen Dank an Andi, Dev, dass er mitgemacht hat. Dankeschön. Ich hatte dich gar nicht auf dem Schirm. Ne? Gerne. Willkommen, Lara. Schön, dass du da bist. Hallo, Lara. Wieso hast du am Ende geglaubt, Alu? Also, weil beide Kill, also du müsstest wirklich frech gespielt haben, um mich als Alibi zu abusen, indem du mir zweimal hinterherläufst. Licht geht aus, du killst hinter mir ein und kommst dann wieder zu mir, sozusagen. Das hätte klappen können, das wäre auch ziemlich frech. Wenn das Simon gewesen wäre, das wäre so insane gewesen. Das wäre dann, NA oder EU? Wie gesagt, genau, wir sind ja zu dritt hochgelaufen, Licht geht aus, er killt Matteo und rennt mir hinterher. Genau. So. Normaler Bild, ja. Sorry. Aber die einzige Möglichkeit wäre ja, dass der Letzte auch mit oben uns zum Licht gekommen wäre, sozusagen. Und dann hätte ich ihn, dann hätte ich die Chance gehabt, ihn auch zu sehen. Ups, disconnected. War auch ein bisschen unlucky, dass wir uns am Anfang direkt eingeschossen haben, dass Sepp das mit Self-Report war. Also es war natürlich... Nee, das war ja... Lesk hat mir den Call dafür gegeben, aber... Ach so.
Ich wollte mal was testen. Eigentlich wollte ich Vlesk blame, dass er es war, weil ich habe noch gesehen, wie Vlesk weggerannt ist. Aber das hat leider alles nicht, ist leider nicht so aufgegangen, wie ich mir das so konstruiert habe, weil Vlesk dann auch immer tot war und so. Ich habe gemerkt, dass ich zu viel weiß, und dann geht das Spiel weiter und ich sehe, wie Rot mir so hinterher sprintet. Irgendwie ist mein Plan da nicht so ganz so gut aufgegangen. Dann muss ich dich leider auch nochmal zum Schweigen bringen. Kurze Frage. Ich rein. Dann versuch einmal public beizutreten, geh direkt wieder raus und dann komm nochmal. Das hat bei uns allen funktioniert. Ja, genau. Okay. Aber wieso war es unglücklich, dass wir uns auf Sepp... Unglücklich für Sepp, dass er in der ersten Runde direkt so hart geframed wurde und dann eben... Nö. Also mein Gedanke ging dann von Sepp gar nicht mehr weg. Ja, also ich habe auch gedacht, Sepp und Mäntel. Das war für mich eigentlich klar. Ja, war eindeutig Simon, ne? Dass ich das war. Ich komme nämlich gerade auf den Server, da steht... Ja, geh in the public lobby. Geh in the public lobby und leave wieder unconnected dann. Ich habe mal eine Frage, ich habe eine kurze Frage. Der Lichtkegel, warum wird der denn kleiner, der Licht? Oder wolltet ihr mir die Info erst in der nächsten Runde geben? Also noch drei Runden, dann erklären wir dir das. Ah, danke. Ja, pass auf. Also man kann als Imposter, wenn man der Böse ist, kann man sabotieren. Aha. Entweder du zündest den Kernreaktor, dann musst du ihn schnell ausmachen, sonst stirbst du. Oder du machst Licht aus und wenn das Licht ausgeht, sehen alle anderen nicht mehr viel. Außer die Mörder, die sehen noch alles. Okay, danke sehr. Das ist dann eine Sabotage sozusagen. Und genau, und dann musst du zu dem Elektrikkasten laufen, der ist auf der linken oberen Hälfte von der Map. Und da muss man dann so Schalter umkippen, damit das Licht wieder für alle angeht. Aha. Ja. Genau. Das blinkt dann auch, der Pfeil blinkt dann auch am Bildschirmrand, wenn du da hin sollst, theoretisch. Und warum waren wir in der zweiten oder dritten Runde alle beim Teleskop links oben? Warum waren wir da? Das war Zufall. Das war Zufall? Das war wirklich Zufall, ja. Genau, also wenn dann viele die Taste haben, das war halt auch ein bisschen länger, dann sammeln sich ja manchmal Leute, ja. Okay. Schlorox ist orange, ne? Nein. Nö. Nein. Nee. Ich weiß gar nicht, wo Schlorokopf überhaupt steht. Ich glaube, der ist heute gar nicht mit oder der ist auch nicht. Ist Schlorokopf im Game überhaupt drin? Ich glaube nicht. Warum? Und dann geschrieben, Kaya meint den Reaktoralarm. Also es gibt verschiedene Sachen. Also einmal das Licht, das wird dann kleiner, dann siehst du weniger. Und einmal diesen Reaktoralarm, da siehst du dann so, hörst du dann so eine Sirene. Död, ja. Genau das, ja. Und dann muss, dann sind ganz oben links und rechts zwei Reaktoren, da muss man die Hände auflegen, damit der ausgeschaltet wird. Wenn das innerhalb von einer bestimmten Zeit nicht gemacht wird, dann ist das Spiel auch vorbei, weil dann gibt es eine Explosion, dann gewinnen die Impostoren. Und wer macht die Türen immer zu? Impostoren. Auch die Bösen. Das machen die auch die Bösen. Genau. Okay. Die können das ständig machen. Das ist super nervig auf der Map. Mhm. Ja. Okay. Vor allem die Türen bleiben zu, bis du die aufmachst. Das ist das Nervige. Ja, okay. Ja, ready. Okay, ready. Let's go. Ready. Ja, du musst dich an die Tür stellen und Use drücken und dann musst du alle Schalter ausmachen. Genau. Mann, ich will auch mal Imposter sein. Ich will auch töten. Töten, töten, töten. Töten, töten, töten. Wieso folgt er mir? Wer ist Dalu? What? Die haben gesagt, ich hätte andere Aufgaben, oder? Dann mache ich erstmal die hier. Wieso ist der Dalu noch bei mir? Wieso ist der noch bei mir? Geh doch mal weg, Dalu. Scheiße. Ich hab ein bisschen Schiss vor dem. Wieso ist der Dude noch bei mir gewesen? Der war ziemlich lange bei mir. Mäntel ist... Okay, der hätte mich jetzt schon töten können, oder? Das war er nicht. Das ist er nicht. Gerechtigkeit. Ja, es ist ungefähr vor, sagen wir, 4-5 Sekunden passiert, weil ich stand gerade an Lifeline mit Kaya. Wer spricht denn gerade? Ich bin nicht in Contamination. Ich kann mal der Grüne rein, oben rechts. Wer bist du? Der Grüne mit dem Sheriff-Hut. Du standest am Schluss neben mir und du hast keine Aufgabe gemacht, aber ich weiß nicht, ob wir dieselben haben. Ja gut, das stimmt. Es ist gerade jemand in Decontamination reingegangen, oben rechts. Aber ich habe wirklich, ich schwöre, Sepp nicht getötet. Ich bin mit euch noch, ich habe noch gedacht, aha, guck mal da, hier, ich glaube, Orange und Lara habe ich gesehen. Und dann habe ich das Fernrohr gemacht und dann bin ich aber straight runter. Ich habe rechts überhaupt nicht reingeguckt.
Lara, sagt nochmal, also, wo genau die Leiche liegt. Aber genau, ihr müsst doch gesehen haben, dass ich runter bin. Ich war in der Kamera. Bevor das Licht ausgegangen ist, sind Tinker, Schlo und Lara in Lab reingelaufen. Genau. Dalu, ja, du hast mich ziemlich lange beobachtet, oder? Warum hast du das gemacht? Um zu gucken, was du machst. Moment. Wo ist Schlo denn? Warum? Schlo war aber am Ende bei uns. Der war auf der linken Seite bei der Dann Kamera. Dann kann es fast nur ein Self-Report von Lara mit sein. Ich gucke in die Kamera. Da war noch vor mir und ich bin ja, rechts. Nein, ich war nicht vor dir. Also Schlo und Blessen beide links und ich stand links vor der Tür. Die können mich theoretisch beide decken. Hast du Sepp noch lebend gesehen? Ich habe Sepp gar nicht gesehen, muss ich zugeben. Du hast Sepp nicht gesehen. Nein, aber Dalu könnte mich nach unten laufen sehen haben, ohne dass ich rechts rein bin. Ich habe gesehen, dass die Tür auf und zugegangen ist in Decontamination. Genau. Und da bin ich mit Dalu. Dalu ist, glaube ich, hochgegangen zur Tasks. Er ist nur an mir vorbeigelaufen und dann was mich nur wundert, Lara, warum bist du zum Medbay-Scanner gegangen, einen Schritt wieder zu mir zurück und hast dann erst reported? Warum bist Dalu, du warst auch da oben, oder was? Ja, Lara, Tinker und Dalu. Ich hab niemand, ich hab den nicht mal gesehen. Trio gerade. Also die drei. Ja, Dalu steht relativ gut auf. Moment, vielleicht hast du mich auf der Kamera gesehen. Nö. Also Dalu ist... Ich hab nur Lara, Tinker und Schlo reinlaufen sehen, aber Schlo ist anscheinend gerade links, hau Junge. Dalu ist Crew, der ist als allererstes zum Schlüssel gegangen, bevor er wusste, dass die Schlüssel hast gesagt. Das stimmt, ja, das stimmt. Alles schön. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Hier rüber, ne? Wieso bleib ich... Dalu ist... Was ist mit... Oh, wieder das Ding, ey. Nice. Annie, the duck. Ups. Ah, hier kann ich nicht durch, ne? Hä, wie komme ich... Wo muss ich... Was muss ich jetzt... Irgendeine Ahnung... Ich muss jetzt hier wieder links rüber, oder? Wieso kommt mir Unge entgegen? Muss ich in die andere Richtung? Versteck mich hier. Kommt er mir ständig entgegen? Kommt er hier aus dem fucking... Ich warne dich, Unge. Hast du das gemacht? Warst du das? Wer ist da? Tinker? Oh, danke. Oh, Tinker ist nice. Okay, Tinker ist über jeden Zweifel erhaben. Dankeschön, Tinker. Dankeschön. Ey, wenn jetzt hier einer raus... Wer ist das? Dalu und Unge. Das ist die einfachste Aufgabe. Einfach nur downloaden, oder? Und hoffen, dass man nicht stirbt. Oh Gott. Müsst oder was? Lara. Nee, ja, hab ich. Also, kurz. Du stotterst ziemlich viel. Wo hast du die gefunden? Ja, weil ich gerade überlege. Weil, wie du lügen kannst. Nee, pass auf. Folgendes ist passiert und das macht mich jetzt nicht wenig verdächtig. Ich habe Lara, die liegt unten in Weapons. Und ich bin von Weapons hochgelaufen. Also ich wollte in Weapons rein, weil ich eine Task habe, aber Lara ist da reingelaufen. Und ich habe in der ersten Runde Lara verdächtigt, wie die meisten. Deswegen habe ich noch gesagt, ich bleibe jetzt bestimmt nicht mit Lara alleine, wenn ich derjenige bin, der sie verdächtigt. Jetzt habe ich also eben gerade oben das Licht angemacht. Unge ist da gewesen, Dalu ist da gewesen. Bin jetzt wieder runter, habe da ein bisschen noch mit anderen gechillt, weil ich Angst hatte, alleine runterzugehen, weil ich wusste, Lara ist da, aber Lara ist da tot. War Lara in Rappens reingelaufen, als Licht aus war? Oder wann war das? Die ist, so 3 bis 4 Sekunden nachdem Licht ausgegangen ist, ist Lara gestorben. Aber reingelaufen ist sie, glaube ich, noch als das Licht angewiesen ist. Wir haben eben verdächtigt, neben Lara. Dalu, weil Dalu, ich habe unten. Dalu, Dalu, Dalu ist für Dinkel raus. Dalu ist für Dinkel raus, weil ich bei Dalu der gerade. Dalu war auch gerade der erste an der Card Swipe Fake da. Aber die Sache ist, du kannst theoretisch auch einfach schon im Ladescreen nach oben rechts laufen und hoffen, dass du die Task hast, ne? Also ja, dann proofst du dich quasi als Imposter. Okay. Aber den Kill kann er nicht gemacht haben. Ich bin nämlich schnell hergelaufen. Also ich will niemanden. Naja, bevor Licht ausgegangen ist, stand Dalu aber vor Weapons, als ich unten rechts beim Pylon stand. Dann ging das Licht aus. Ich bin hochgelaufen zu Licht. Er war wohl vorher da, aber
Das hätte zeitlich also, halbwegs passen aber können. Wenn ich doch vor dir da war, wie kann ich dann in Rappens reingehen, den Kill gemacht haben und dann war das vorher, weil du standest da so offen. Aber dann weiß Dalu doch, dass du ihn gesehen hast. Und wieso sollte dann Lara in Weapons wegmachen? Und ich kann euch sagen, warum ich da so stand, weil ich den ersten Kill immer noch versuche aufzulösen, weil da irgendeine, da stimmt was nicht. Und der Kill ist krass gewesen. Ja, ich habe keine Ahnung, Leute. Was weiß ich. Ich mache einfach weiter meine Dingskirchens. Ich habe keine Ahnung, wer hier... Können denn... Okay, was ich fragen wollte, aber ich habe irgendwie keine Chance, was zu fragen, ist, ob der Impostor auch sich selber aussperren kann, wenn er die Türen zumacht, oder ob er einfach da durch... So. Nice. Boah, ich sehe schon wieder nichts. Schlorox. Keine Ahnung, was ich hier machen muss. What the f... Ich habe von Anfang an Dalu Alibi gegeben und Mantle wollte eben was dazu sagen. Erzähl mal, Mantle. Ich wollte auf die erste Runde, da waren doch in Labor Tinker und Lara und die konnten sich nicht einigen, wer von beiden Sepp getötet hat oder nicht. Tinker, Lara und Dalu, aber Dalu hat gerade gesagt, ja, dass irgendwas tot. Am ersten Kill krass gewesen ist und das und jetzt ist er tot. Offensichtlich war er Crewmate, sprich, vielleicht waren das halt doch ein paar mehr Leute, die irgendwie in Frage kommen. Ist ein bisschen unglücklich, dass er jetzt gestorben ist. Also genau. Vielleicht in der letzten Runde noch sagen sollen, weil jetzt haben wir die Info halt nicht mehr. Anni müsste gerade gesehen haben, dass ich bin die ganze Zeit mit, ich habe das Licht angemacht, war alleine. Da kam mir aber Anni entgegen und Anni und ich sind rübergelaufen zum Labor und ich wollte ins Labor rein und habe den Button aufleuchten sehen, bin einmal kurz hektisch links, rechts, hab dann gesehen, also aber drücken Tinker, und hab Report. Aber Dalu wird doch nicht, er ist ja Crewmate offensichtlich, er wird da nicht in der letzten Runde noch sagen, dass irgendwas krasses beim ersten Kill passiert ist, wenn es dann die einfache Lösung in Form von Tinker oder Lara wäre, weil dann müssen wir jetzt Tinker kicken. Tinker, war da noch jemand bei euch dabei, bei dir und bei Lara, außer Dalu? Das ist nämlich das, was auf Dalu hinaus wollte. Was hast du gerade gemacht, dass das Licht ausgegangen ist? Aber da habt ihr gesagt, der ist zurückgelaufen mit euch. Blaise, was hast du gemacht, als das Licht ausgegangen ist? Ich bin nach links gelaufen, ich war kurz in der Cam und bin in der Autour runter. Der hat sehr lange für die Antwort gebraucht, darf ich das ganz kurz sagen. Nö, ich hab's beim ersten Mal einfach nicht gehört. Er hat überlegt, was für eine Ausrede. Weil das Ding ist, so ein krasser Kill in Lab, wo keiner irgendwas gesehen hat, das passt ja doch gut zu Blast, ne, mit deinen geilen Admin-Vents. Er hat so lange überlegt. Du warst halt vor mir mit deinem Hund und dann bist du, ist dein Hund halt nach oben gelaufen. Ich weiß nicht, wo läuft denn der hin? Als wir nach links gelaufen sind. Und dann habe ich dich nicht mehr links am Licht gesehen. Ich bin die Kamera gelaufen, dann ist die Kamera angegangen und dann habe ich das Licht wahrscheinlich auch nicht gefixt, weil ich nicht gemerkt habe, dass das Licht überhaupt aus ist. Und dann bin du bist also nicht in den Vent gehüpft dabei. Nein, ich bin nicht in den Vent gehüpft. Bei der Rakete, dabei im rechten... Würde ich dir doch sagen, Anni. Ich habe einen starken Verdacht auf Anni und Tinker. Nein. Ja, nicht Anni, doch, diese Runde. Ich habe noch einen starken Verdacht. Ich sag mal so. Flask! Savior of the Universe? Flask hat zu lange gebraucht. Kann mir einer sagen, wie das hier funktioniert? Einfach nur Wasser durchlaufen lassen und tschüss oder was? Oh, das war ja einfach. Easy peasy lemon squeezy. Komm, wir gehen mal raus aus dem Office hier. Wieso schneit es im Ra... Alter. Was muss ich jetzt machen? Was muss ich nochmal beim Alarm machen? Ich hab keine Ahnung. Mann! Muss ich irgendwo hin? Hola, Senorita, ¿qué tal? Ich spiele ein Spiel und lerne es quasi im Stream. Und ich hab immerhin nicht mehr ganz so wenig Ahnung wie. Also, ich war total lost. Guck mal. Ich muss das hier spielen und ich hab. Achso, ja, gut. Das war jetzt einfach. Frag mich nicht, warum ich eine Klorolle auf dem Kopf hab. In diesen Zeiten.
Tschu. Bis später, Pippi. Soll ich kurz grüßen kommen? Wenn du noch kurz wartest, die bequatschen sich gleich wieder und dann kann ich. Wo bin ich? Achso, ich muss durch die Tür. Tschüss. Ich wurde. Ich hab doch gesagt, es ist Flask. Nee, wieso? Ist hier zwei Leute laut live, zwei Leute tot. Ich habe jetzt gerade auf den Button gedrückt, weil wenn mir nur ein Kill fällt, dann haben wir das Spiel verloren. Also gerade für einen Kill können Vless, Tinker und ich uns ausschließen. Ich habe eben noch gedacht, es ist Tinker, aber die ist gerade die ganze Zeit mir hinterhergelaufen. Ich bin zuerst vor ihr weg, weil ich hatte Angst vor ihr, habe dann aber gecheckt, okay, die versucht, sich mein Vertrauen wiederzukriegen. Und dann kam Vless. Wir sind die ganze Zeit zu dritt rumgelaufen. Ja, aber Kaya kann... Ich war in den Kameras, falls ihr es gesehen habt, weil wenn ihr das Licht habt blinken sehen, ich war in den Kameras und ich habe Kaya bei Admin gesehen, aber ich weiß jetzt nicht, ob Kaya jetzt den Kill begangen hat. Nein. Nochmal ganz kurz. Eine Sache, die wirklich wichtig ist. In der ersten Runde, der Kill, das können nur Tinker oder Schlo gewesen sein. Einer von euch beiden muss es sein. Nee, Schlo nicht, der war auf der linken Seite und jetzt kommt... Warum nicht? Ihr wisst in ja... In der ersten Runde... Matteo, hör mir zu. So, in der ersten Runde kann es nur Tinker gewesen sein. Dalu hat vorhin aber gesagt, es könnte auch jemand anders gewesen sein. Das Problem ist, also wenn ich Imposter wäre, würde ich jetzt einfach einen Kill machen, das Spiel ist schon vorbei. Ich habe schon gedrückt. Schlo war auf der linken Seite. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist es Matteo oder Kaya. Nee, ich bin Schlo oder Blesk oder Tinker. Weil wenn Blesk jetzt Schlo schützt, haben wir schon einen Imposter raus? Nein. Deswegen müssen wir jemanden voten. Wir müssen jetzt voten. Ja, dann tschüss, Matteo. Was ist das für ein Quatsch? Ja. Denn die Tinker ist auf jeden Fall der Erste und Matteo oder Kaya ist der Zweite. Und ich würde bin's nicht. Ich bin's wirklich nicht. Ich bin's wirklich nicht. Ich bin sehr froh, wen voten wir jetzt? Mäntel oder wen oder was? Nein, es Schlo oder Tinker. Vote Matteo einfach, weil wir drei es gerade gar nicht gewesen sein können. Ja, aber der erste Kill, den musst du... Nein, das ist doch... Warum votet ihr denn nicht? Dafür, dass es Kaya ist, ist der Killspeed zu hoch. Ich bin's nicht. Ohne, dass ich böse meine. Ich hab doch gesagt, das ist Flask. Was lauft ihr mir hinterher, Tinker und Schlo? Guck mal, Schlo. Guck mal, wie sie mir hinterherlaufen. Geh doch mal, lass mich in Ruhe. Die denken, ich bin's. Ich bin's nicht. Guck mal, Schlo verdächtigt mich. So, ich muss den Fallen folgen, ne? Hä, wieso gehen die Pfeile nach links? Ich hab doch hier ein paar Tasks. Hä? Okay. So. Was muss ich hier machen? What am I supposed to do here? I don't have a clue, man. Muss ich aufs Knöpfchen drücken? Nee, ne? Also sind alle Tasten completed? Ah, die sind alle completed. Ich muss überhaupt nichts mehr machen. Nee, sind sie nicht. Sorry, Leute, ich verstehe diese. Ich kann auch nicht in den Chat gucken. Tut mir echt leid. Aber. Oh, das ist er! Der tötet mich! Oh Gott. Kaya, hast du noch Tasks offen? Oh Gott. Ihr seid die beiden. Ihr Schweine. Kaya, hast du noch Tasks offen? Es gibt nur noch einen. Wer war denn der andere? Ja, ja. Der erste war Matteo, mit dem haben wir recht gehabt. Und der zweite ist, wie gesagt, Tinker. Also du hättest mich gerade... Ich bin's nicht. Du hättest mich gerade killen können, Flask, aber du hast es nicht gemacht. Ja, das Spiel wäre vorbei. Das Spiel ist vorbei? Ey. Das Spiel wäre vorbei. Kaya, Schlo ist mit dir gelaufen. Ja, ihr beide seid mir eine Zeit lang hinterhergelaufen. Genau. Und dann bin ich meine letzten Tasks machen. Wo bist du mit Schlo hin und wann ist Schlo weg von dir? Ich habe Schlo irgendwann verloren. Ich bin rechts oben zu dem Teleskop. Ich habe die Task nicht gerafft. Ich habe irgendwelche... Planeten anvisiert und das war's. Und dann bin ich ganz zum Schluss bin ich Flask begegnet und der hätte die Möglichkeit gehabt, mich zu töten, hat aber nicht gemacht. Dann ist es Flask, weil der erste Kill, Kaya, wirklich, ich
bin ja mit dir gelaufen. Ja. Der erste Kill ist dann, wenn er meisterhaft ist. Sei mir nicht böse, ich mag dich wirklich gerne. Aber einen meisterhaften Kill kriegst du nicht hin. Dann ist es Flask. Schlo hat gerade noch gesagt, aber warum hat er mich dann nicht getötet am Schluss? Mit ihm gelaufen, ja, weil er Abklingzeit hat. Aber er hat Abklingzeit. Aber er hätte mich... Der kann nicht permanent jemanden töten. Ah, der hat Abklingzeit, ist das so? Ja. Und Tinker. Aber ja, wir haben doch vorhin schon in der letzten Runde haben wir schon erklärt, dass Tinker der Erste ist. Es ganz am Anfang Flask. Auf der rechten Seite ist jemand auf der Medbay, dem Medbay-Scanner gestorben. Der letzte Vote, du entscheidest. Ich weiß nur, dass ich nicht bin. Oder Flask. Aber es ist wirklich, es ist Flask. Ich frag... so unschuldig mit meiner Krone und dann hast du hier so die Kätzchenohren, die sehen viel gefährlicher aus in meinen Augen. Aber wir haben, wie gesagt, in der letzten Runde schon geklärt, dass es Tinker sein muss mit dem Ersten und Matthäus der Zweite. Und das gilt für die Runde. Du hast mit dir mitgelaufen, ich habe nur noch meine Tasks schnell gemacht. Danke. Wehe, Tinker. Good game. Alter. Kaya, wie hat sie getötet? Was ist hier los? Der ist reingewendet, Kaya, in Matteo, fucking also Lab, hat getötet und ist wieder rausgewendet, wie immer. Genau Mann, das wollte ich sagen. Flask, musstest du jetzt ganz am Ende den Verdacht noch auf mich schieben? Musste das ich sein? Ich muss mal ganz viel Pipi machen, ich bin nämlich 10 Sekunden wieder da. Jo, bis gleich. So. Also ich hätte einfach einen Kill machen können, dann wär's vorbei gewesen. Ja. Matteo, ich wollte gerade ich wollte alles runterrattern, wieso es Tinker sein muss. Und dann redest du 60 Sekunden und lässt mich nicht einmal reden. Ja, weil guck mal, ich hab den ersten Kill übrigens gemacht und hab das so filigran ausgearbeitet, dass es nur noch Schlo oder Tinker sein können. Ja, und dann sagst du, Matteo, ich war ja fein raus, weil ich den Punkt gedrückt habe bei 5 Leuten. Ah, der Zepke war gar nicht. Matteo, hast du das Licht aus? Also bist du reingewendet, Licht aus, auf Medbay gekillt und wieder rausgewendet? Genau, genau zwischen den beiden. Zwischen Tinker und Lara habe ich einen Kill gemacht. Und in der zweiten Runde habe ich mir genau das überlegt, und ich dachte, das war Flask. Aber wir trauen dir das nicht zu, Matteo, sorry. Ja, genau, da dachte ich, ich habe ja gesagt, der Kill war krass. Da dachte aber ich muss. Ich muss. Ich habe nicht gerechnet damit, dass du rausgekickt wirst. Aber Flask, du konntest mich nicht töten, weil du einen Cooldown hattest? Ja, das stimmt. Also logisch, aber das ist natürlich, also für alle anderen hätte es logisch sein müssen. Für dich jetzt wahrscheinlich nicht, wenn du die Spielmechanik nicht super. Kaya, danke dir. Du, Tinker, das war so. Tinker, ich habe dich zweimal unschuldig verdächtigt und deswegen habe ich ja diesmal geglaubt. Aber schade, Blake. War knapp. War wirklich sehr knapp. Also ich dachte erst, du hast Kaya und dann hat er nochmal rumgerissen, das Ruder. Das war krass. Ja. Ich fand es gut, dass Matteo gewonnen wurde. Ja, fand ich auch gut. Matteo, du hast kurz vorher, hast du noch alle geblamed. Du hast Tinker geblamed, Schlo und wen noch? Wer war der Dritte? Ich hab dann gesagt, Flask und... Du hast alle drei genannt und dadurch, genau in dem Moment, hast du alle drei gegen dich. Okay. Oh, das ist mich. Bin ich wieder. Hi. Hi. Starten wir? Ja, gerne. Kaya, wenn du Fragen hast, hau die immer zwischendrin mit rein. Wir versuchen die dann zu beantworten, okay? Warum habe ich denn die Task mit dem Fernrohr? Viel Spaß. Das wäre gut gewesen. Schon wieder Crewmate. Ich will auch mal Mörder sein. Ich will. Also jeder hat die eine andere Task. Okay, jetzt verstehe ich. Wieso habe ich? Achso. Sorry, ich habe das Spiel ein bisschen gemutet. Kann mir einer erklären, wie das mit dem blöden Teleskop funktioniert? I don't have a clue, man. What? Aha. Ah, das ist einfach. Okay. Schon wieder. Ich kann nicht in den Chat gucken, Leute, aber ich raff diese Teleskopnummer nicht. Das war's? Okay. Wieso beobachtet mich Dalukat die ganze Zeit? Ich glaube, der killt mich gleich. Ich verpiss mich, sorry. Wieso beobachtet mich Dalukat? Warum macht er das? Hä? Nee. Haben wir jetzt alle zusammen das Licht angemacht?
Was macht der Schloder? Der steht da einfach. Und beobachtet Leute oder wie? Tinker kam mir entgegen. Wer hat die Tür zugemacht? Hat jemand die Tür... Tinker habe ich... Ich habe zuletzt Tinker gesehen. Und dann ist die Tür zugegangen. Langsam komme ich rein in das Spiel. Tot. Ich habe zuletzt Tinker gesehen. Und dann ging die Tür zu. Bin ständig am Sie verdächtig. Was? Was muss ich hier machen? Das Spiel checke ich nicht. Sorry. I don't have a clue, man. Mental kommt mir entgegen. Ach Manu, das blöde Laboratory kriege ich auch nicht hin. Ich habe keine Ahnung. Tinker ist tot. In unten bei O2, da rechts oben, da vor den Wires liegt sie ungefähr. Ich habe erst den Pop-Button gesehen und dann bin ich... Okay, bevor ich alle meine Farben vergesse. Licht ist ausgegangen. Gelb, weiß, lila sind nach links gelaufen. Rosa nach unten, grün nach rechts. Sepp zum, also dunkelblau ist zum Benzin gelaufen. Das sind alle Namen, die ich gesehen habe. Also gelb, weiß, lila nach links, rosa nach unten, blau, grün, schwarz nach rechts. Ich war in den Lifelines gerade, Matteo war, glaube ich, rechts an dem Temperaturding. Als ihr rauskam, bist du unten. Als ich an den Lifelines war, vor so 3 Sekunden, war noch niemand tot. Das sieht für mich nach einem Self-Report aus. Warum immer noch einem Self-Report? Weil die Leiche erst seit 3 Sekunden da liegt. Kann ich nochmal ganz kurz wissen, wo genau ist die Leiche? Bei O2 beim Baum, glaube ich, oder? Also da kann ich ausschließen. Nee, vor dem Gang, da rechts, wo die, ich weiß nicht, ob das Wires sind oder Uploads. Also beim O2 aber. Also ich bin vor nicht allzu langer Zeit da lang gelaufen. Da war Matteo ist auch noch. Das stimmt nicht. Matteo ist rechts gewesen. Nee, okay, ich genau. Das war vorher. Ich bin da lang, ich bin unten wieder raus und bin dann in die Mitte zum Maze gegangen. Da waren aber definitiv noch andere Leute auf der linken Seite. Also für diesen Kill entlasten kann ich Kaya und Anni, denn die waren beide im Admin-Gebäude. Ich habe Lifeline gecheckt, danach hat Anni Lifeline gecheckt. Als ich gecheckt habe, war noch niemand tot. Ich kann danach entlasten. Auch noch niemand tot. Dann kann ich auch noch Kaya entlasten. Also ich war mit Vlesk vorher und Unge natürlich. In Communications, aber ich weiß nicht, wo er davor war. Ich habe ihn nur die Wahrscheinlichkeit für einen Self-Report ist auf jeden Fall gegeben. Wie gesagt, ich habe vor 3 Sekunden, vor Report habe ich auf Lifeline geguckt und haben noch alle gelebt. Aber es muss doch trotzdem noch einer da sein, sonst würdest du doch nicht safe reporten. Ja, aber warum denn überhaupt den Report machen? Hä? Es muss doch überhaupt irgendwer da sein, damit ein safe report zustande kommt. Oder das, also ich glaube nicht, dass Ich habe niemanden gesehen. Also ich habe auch niemanden gesehen. Nee, wir sagen ja auch nur, das ist möglich. Also safe report ist, ja. Leute, ich habe keine Ahnung. Wer der Mörder. Und ich habe auch keine Ahnung, wie dieses doofe Laboratory-Shit-Ding geht. Ich habe keine Ahnung. Jetzt muss ich wieder an dieses doofe Teleskop. Was ist das? Ich muss auf minus 17 runter, oder was? Achso, Lock. Ja, natürlich. Das war easy. Achso, das ist... Okay. Ich drück da drauf. Das war's. Was macht der Mantel? Warum beobachtet er mich? Wieso läuft er hinter mir her? Jeez. Der killt mich gleich. Boah, scheiße. Alter, schon wieder Mantel. Was soll das? Wieso läuft er hinter mir her? Kann ich mich verstecken? Ich hab ein bisschen Schiss gerade. Da ist er schon wieder. Aber er ist mir nicht gefolgt. Okay, okay, das Game kapiere ich nicht. War ich das? Nein, ne? Ich habe eine Frage an Schlorox. Yes. Du warst gerade hinter mir in Specimen, du warst gerade auch in der Dusche, als ich schon draußen war, ne? Das ist korrekt, aber ich habe dich nicht gesehen. Ja, also aber es war jemand vor mir, ich habe das aufgrund der Türe gesehen, ne? Ja, ich konnte auf jeden Fall deinen Zauberhut sehen. Und ich frage mich, was hast du denn da überhaupt gemacht? Weil
ich habe in Specimen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und diese Förmchen einsortieren und du bist quasi gar nicht da gewesen, dann gehe ich in die Dusche. Ich habe gemacht. Aber bist einfach durchgelaufen. Ich bin da durch, weil ich oben das Astronautengedöns gemacht habe und bin von da aus jetzt nach unten links unterwegs. Vlasic. Du weißt, was ich dich fragen wollen würde. Oder nicht? Frag mich gerne. Nein, was kannst du dir vorstellen in Weapons, was komisch war? Warum? Warum hast du Astroids? Warum hast du Astroids nur ein paar Sekunden gemacht, wenn überhaupt? Ah, da kann ich dir erklären, weil als der Report auf Tinker kam, war ich in Astroids und ich habe glaube ich 16 Stück oder so geschafft. Ich weiß nicht mehr genau. Sprich, ich hatte nur ganz wenig von der Task über. Aber Dalu, du hast mich gar nicht gefragt, warum ich nur ein paar Sekunden an der Rakete zum Beispiel oben war im Lab. Wahrscheinlich, weil du dachtest, ich kill dich? Nee, weil ich dachte, ich hätte die Aufgabe, hatte sie aber nicht. Ich habe in der ersten Runde ich bin nach dir reingerannt. Ja, aber das war zu spät. Ja, das war zu spät. Ich dachte, ich könnte auch jemanden baiten. Aber dann bin ich auch zu so anderen Tasks gelaufen, die ich hatte. Ich bin zu zwei Tasks gelaufen. Ich bin nach U2 an diesen Gaskanister gelaufen, hatte die Task auch nicht, weil ich hatte den Baum und dann habe ich schon wieder verwechselt. Dann bin ich dachte, da hast du dasselbe versucht. Ich dachte, du willst mich baiten. Nee, okay. Ich hab dich keinmal versucht zu baiten. Ich habe einfach nur zweimal meine Task gelöscht. Also das heißt, Simon für mich safe unschuldig, weil das würde kein Imposter sowas sagen, glaube ich. Außer 5000 IQ, aber. Oh, aber Schnurrox ist halt einfach durchgelaufen, deswegen habe ich gerade den Button nur gedrückt, zu sagen, falls ich sterbe. Ist er dir hinterhergelaufen, oder? Nee, also ich konnte ihn nicht sehen, ich konnte ihn erst sehen, als er in der Dusche war, deswegen kann ich nicht sagen, ob er mir hinterhergelaufen ist oder zufällig. Ich wusste auch nicht, dass Unge da ist, sondern ich habe nur gesehen, dass die Türe halt vor mir zuging, weil einer halt rausgegangen ist. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, was Simon sagt, ist schon komisch, weil warum läufst du denn diesen Weg? Der ist doch mega umständlich, oder? Ja, aber in der Mitte sind meistens mehr Leute, die mich töten können. Schnurrox Hass. Keine Ahnung, Leute, ich habe überhaupt keine Ahnung. Achso, die Aufgaben ändern sich. Okay, die Aufgaben ändern sich alle. Jedes Mal. Ich drücke jetzt mal auf. Aha. Und das war's. Bruh. Wie komme ich eigentlich zu diesem Raum rechts unten? Weiß das einer? Hier Lava, überall Lava. Wie komme ich denn da hin? Achso, ich muss hier oben durch, ne? Okay, gehen wir mal hier oben durch. Sorry, Leute, ich weiß, dass ich euch Fragen stelle und triggere, aber ich gucke nicht in den Chat, damit ihr mich nicht spoil... Alter, was ist denn hier los? Ist ja eine Riesenversammlung gewesen. Was passiert hier? Oh, hier war ich noch nie übrigens. Ich mache jetzt. Ich habe jetzt keine Ahnung, was. What? Hä? Ich raff diese ganzen Spiele hier nicht. Sorry. Hier? What am I supposed to do? Also, wenn ich die Spiele einmal kenne, ja, dann löse ich sie, aber ey. Wer ist nach links gelaufen zum Reaktor? Ich nicht. Ich war rechts. Ja, aber irgendjemand muss ja links gelaufen sein. Ich weiß nicht. War es dann nur Lara? Weil ich habe Lara gerade gefunden. Oder jemand, der es nicht zugibt. Okay. Also, ich war rechts mit Dalukat und Anis dazugestoßen. Ich habe rechts ausgemacht und links hat dann wahrscheinlich entweder Lara ausgemacht, die ich gerade gefunden habe, oder irgendjemand, der es gerade nicht sagen möchte. Ich bin links zu Electrical rein. Dalus runter und direkt die Leiche liegt vor Electrical-Tür. Wir waren zu dritt vor einem Lab, oder? Nee, zu viert sogar. Unge. Ich habe mich gescannt, ich habe sogar auf, dass jemand auch einen Scanner-Task hat, aber hatte keiner. Hast du dich am Ende wirklich nochmal gescannt, als ich zugeguckt habe? Ich habe mich wirklich gescannt, ja. Und es ging vor. Nee, ich bin die ganze Zeit davor hin und her gelaufen, bis jemand zu dem Scanner hingelaufen ist. Da hätte ich geguckt, ob er es ist. Aber ich habe dann erst, als Dalukat da stand, habe ich mich gescannt. Und dann ging es genau mit dem Alarm sich aus. Also Sepp ist gerade eben gestorben, oder? Sepp ist doch vor kurzem erst gestorben. Und der war doch mit uns zusammen im Lab. Stimmt. Und hat Sepp die Wire gemacht zu dem Lock. Genau. Davor sind Matteo und Tinker gestorben. Vom Cooldown her fallen Anni, ich und Unge raus, weil wir waren alle mit Sepp oben im Lab. Anni war oben an den Reagenzgläsern, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche. Unge, Sepp und ich haben die Wires gemacht über dem Loch links.
Da bleiben nur Dalu, Schlo und Kaya über. Dalu hat mich vorhin geblamed wegen dem Weapons-Ding, was für mich mega sass ist, weil ich denke, dass er gut genug ist, um zu wissen, wieso ich die... Ich wollte dich fragen, ohne dich anzusprechen. Einen ganz leichten Stuff auf mir aufbauen will. Und du hast mich in der ersten Runde gesehen, wenn ich dich... Da habe ich dich nicht gesehen, Dalu. Und ich bin mir ziemlich... Dalu, du hast jetzt gewotet und nicht gesagt, weil wen du gewotet hast. Ja, ich sag euch, wen ich gewotet habe, Schlorox, wegen dem Verdacht von Tinker, Matteo und der Diskussion davor. Ich bin mir sogar, wenn ich jetzt rausgewotet werde, könnte ich euch noch eine andere Info geben. Dadurch, dass ich jetzt 3 Votes bekommen habe, bin ich mir mit Schlorox ziemlich sicher und ich glaube leider, dass die andere Annie ist. Okay. Ist Annie oder Blesk. Kann auch sein. Okay, ich gehe nochmal zu diesem blöden Specimen Room, ja? Ich habe vergessen, was man machen muss, wenn der Alarm ertönt, aber ist ja wurscht, das machen jetzt Dalu und Co. Oh, Alter, ich komme zu nix hier. Hör mal auf zu sterben. Ich denke, Vlesk war sich sicher, der muss gerade einen Kill machen, weil... Es ist Schlorox. Schlo macht genau das, was ich gestern gemacht habe, Anni. Ich habe nämlich mein Patschein Zeit übrig, sondern eben gerade auch gecallt worden. Warte mal ganz kurz, Vlesk. Warte mal kurz. Wenn du es nicht bist, Vlesk, müssen es ja Schlorox und Anni sein, laut Dalukat. Aber wenn du gerade versuchst, Anni zu überzeugen, dann macht es dich eher verdächtig. Weil ich sag das ja nur, weil wir gestern also genau die gleiche Runde hatten und ich habe Dalu da rausgekickt, obwohl er ein Alibi gehabt hat. Aber damit zu Vlesk gerade nach oben rechts gelaufen, um das Ding auszumachen. Ich wollte das Ding ausmachen und habe hinter mir noch gesehen, bevor das Ding bei mir aufgeploppt ist, wie Vlesk einen Kill gemacht hat. Ich weiß nicht, wen er gekillt hat, weil ich, wie gesagt, gerade darauf konzentriert war, dass das Ding aufgeht, aber Vlesk hat gerade hinter mir jemanden weggemacht. Das also erstmal will ich mich bei Dalu entschuldigen. Dalu, ich hatte die ganze Zeit mega sass auf dich, wegen der ersten Runde, da habe ich wahrscheinlich einfach gepennt. Tut mir leid. Es ist total peinlich. Dalu ist an mir vorbeigelaufen mit jemandem und ich habe vergessen, wer es war. Oh, aber es war mit sich ungefähr die Farbe? Das war ich. Dalu stand auch gerade mit mir, der ist nach links gelaufen, dann bin ich mit ihm nach links gelaufen, dann bin ich nach rechts im Reaktor und dann ist er wieder mir hinterhergelaufen. Okay. Der ist quasi mir hinterhergelaufen, aber dann war ich schon im Reaktor, Schlo kam, hat getötet und hat sofort self-reported. Also du sagst, Schlo war's. Ich war vorher, und auf Schlo tippen. Weil Anni hat versucht, gerade den Zass auf Kaya noch so ein bisschen zu lenken. Ja, weil es halt keine Kills gefallen sind, bis kurz vor Schluss. Auch andauernd. Alter, was hat Schlo noch gesagt? Schlo hat gar nichts mehr gesagt. Was hat Dalu nochmal gesagt? Dalu sagte Schlo und Anni, ne? Mann, hab ich denn schon mal einmal geschafft, meine doofen Tasks zu erledigen? Ich bin immer kurz davor, ne? Kann jetzt natürlich warten, ne? Bis da What's going der on? Boss da eine Person tötet und dann haben wir das. Ich konnte nicht drücken, ne? Weil ich hatte schon den Button. Oh, deswegen standst du da, ja. Ich habe überlegt, ob ich drücken soll oder einfach warten, bis der erste Kill fällt. Dann dachte ich mir aber, da bringen wir Kaya schon wieder in so eine Dreier-Situation. Ja, beim letzten Mal haben wir gewonnen, ne? Die Sache ist, ich bin gut in Dreier. Guck mal, wir hätten jetzt schon verloren, wenn es Vlesk gewesen wäre, dann, also beziehungsweise wenn Schlorox nicht gewesen wäre. Ja. So, ja. Und weil Vlesk gegen Schlorox geschossen hat, ist entweder ist es ein sehr, sehr kluger Play von Vlesk, seinen Teammates zu opfern, um den Verdacht von sich wegzulenken. Aber dann hätte, pass auf, dann hätte Schlo ja genau das gleiche gemacht, weil der da sofort gegen mich geschossen. Ja, okay. Also sehr unwahrscheinlich. Warum hat Dalu gesagt, es wären Schlo und Anni? Weil mit Schlo hatte er recht gehabt, oder? Ja, weil es der einfach nur ein Alibi für dich hinkonnte, ja. Ja, also meiner Meinung nach, auch weil Andy am Ende gesagt hat, ja, Kaya, bist du vielleicht Imposter? Das hat für mich sozusagen die Sache klar gemacht. Ja, was mich halt so stutzig gemacht hat, dass wir halt irgendwie 3 Meetings hatten, wo nur eine Person tot war. Und ich war so, haben wir gerade einen Imposter, der nicht weiß, was er tun soll? Ich bin der Unschuldigste von allen, dass du mich verdächtigst, das macht dich sehr verdächtig. Nein, ich weiß noch nicht mal. Es war einfach nur, weil wir so lange keine Toten hatten und ich war so, Und du dachtest, jemand, der keinen Skill hat. Ist das vielleicht so dieses Anfängerding? Ich habe es die ganze Zeit nicht gesagt, es tut mir leid. Wie kommt ihr darauf, dass ich Anfänger bin?
Nee, er ist Profi. Ich dachte, ich outplay. Ich bin immer in den letzten Runden dabei. Flask. Also auf wen? Ich habe keine Ahnung. Flask? Ist das so ein Mindgame-Scheiß das von dir? Warum? Die Frage ist, es könnte halt wirklich... Ey, wir hatten gestern so eine Scheiße und ich vertraue ihm halt gar nicht mehr, ne? Die Sache ist, ich schieße halt Kaya aus. Ich kann halt er hat auch in den letzten Imposter-Runden hat er auch seinen Crewmate verkauft, damit er eine spaßigere Endrunde haben kann. Okay, Unge, wenn du mich ausschließt, wen votest du? Ja, Anni. Ich habe jetzt Vlesk gewotet. Nein. Doch. Ja, schade. Weil Vlesk hat schon recht, Schlurx und Vlesk haben gegeneinander geschossen. Und nur Anni hat aber so kleine Gegner. Vlesk hat auch eben gegen Matteo geschossen. Ich habe mal eine Frage. Vlesk, wenn ich dich nicht gecallt hätte, hättest du gesehen, wie ich den Kill an Dalu gemacht habe? Stark. Starke Runde. So dumm. Starke Runde, Simon. Anni, ich habe dich alleine gelassen. Es tut mir so leid. Ich hätte vielleicht einen Call brauchen. Ich habe links gewartet auf dich. Ich dachte, wir machen jetzt einfach easy peasy Double Kill. Und dann wird ein Kill reported. Und ich bin so, hä? Weil ich dachte, dass Vlesk den gesehen hätte, meinen Kill. Ich hätte den Kill an Dalu machen sollen, ohne die Leiche zu reporten. Das wäre so viel schlauer gewesen. Aber ich war voll in Panik, weil Vlesk halt 3 Meter vor mir stand. Ja, ich hab halt meinen Patient. Warum ich da immer hin und her gerannt bin, als du die Reaktor gewechselt hast, ist, weil ich mit dir, wenn zusammen nach oben links gehen wollte, damit der Double Kill nicht passieren kann. Ja, ja, weil damit ich reporten kann. Ja, genau. Und dann musste ich mit zu dem Rechten. Okay, ganz kurze Info nochmal für Kaya. Du hast zwei Tasks, glaube ich, Fragen. Einmal bei diesem Teleskop, ne? Ja. Da musst du einfach nur das suchen, was unten angezeigt wird. Aha. Das ist irgendwie einfach so verteilt. Da musst du das Teleskop halt so rumbewegen, bis du das findest. Und dann die zweite Task, die heißt Simon Says. Da musst du einen Knopf drücken, der vorher aufblinkt. Und das ist eine Reihenfolge, die musst du wiederholen. Aha. Und das sind dann am Ende, glaube ich, 5 oder 6 Knöpfe, die du in der richtigen Reihenfolge immer wieder drücken musst. Gut. Fängt mit einem an, dann 2 und so weiter. Genau. Ach ja, und vielleicht wegen den Asteroids, ich wollte es von dir hören. Ich wollte dich nicht darauf ansprechen. Ich habe dich gefragt, was denkst du, was ich dich fragen könnte? Hallo, das ist sehr großes Gehirn, der müsste eigentlich ein bisschen ich wollte das genau so von dir hören, ohne dass ich dich genau frage. Das Beste ist, ich wusste es gar nicht mehr, weil ich die Runde über gelabert habe. Ich habe mir gar nicht gemerkt, was ich gemacht habe. Ich musste mir dann einfach irgendwas ausdenken. Ich wusste gar nicht mehr, ob das stimmt oder nicht. Achso, und Andi, ich hatte dich nur verdächtig wegen 3 von 3. 3-mal ging das Licht aus und 3-mal waren nur du und ich da und immer wer anderes. Dalu, ich habe einfach deinen letzten Wunsch erfüllt. Echt? Deswegen? Ja, weil ich aber ich bin immer Elektriker in letzten Runden gewesen. Ich auch, wenn ich Trader bin. Ich mach Licht auf und hoffe, dass ich... Nee, ich bin das auch in den Crewmate-Runden, bin ich immer Elektriker. Ja, ich aber für mich war so, Licht. Okay, einmal war ich da mit Schlo, einmal war ich da mit Matteo, einmal war ich da mit Vlesk. So, und immer warst du mit da. Ja, aber ich würde niemals ein Licht töten, das ist ja voll Nubi. Letzte Info für Kaya. Noch eine Task, da sind so Zahlen, da musst du einfach nur von 1 bis 10 nacheinander klicken. Ich hätte noch eine kurze Info für Kaya. Also sortieren, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alles klar, Kaya, danke. Ja? Wenn du an der Türe stehst, die zu ist, Leertaste drücken, du musst dann Schalter umlegen. Ja. Mir ist nämlich aufgefallen, dass du manchmal vor der Tür stehst und sie nicht aufgeht und ich dachte, du weißt vielleicht nicht wie. Doch. Neulich stand ich in der Tür, da haben die sich von alleine bewegt und da habe ich gemerkt, da standen 3 davor. Okay. Okay, dann nächste Runde. Yeah. Du kannst auch mal die Map wechseln, ne? Ja! Nein, ich kann die... gewöhnt hat, lass mal eine Map spielen, sehr gut. Oh, ich bin, warum bin ich nicht der, ich will der Terrorist sein. Ich will einmal sagen. So, jetzt machen wir alle Tasks. Ich will einmal alle Tasks haben. Seht ihr, wie gut ich bin, Leute? Also komm schon, Leute, so schlecht bin ich nicht. In der allerersten Runde war ich komplett lost, aber jetzt muss ich sagen, ich bin komplett found. Guck mal, wie gut ich das mache. Hä? Hä? Who's your daddy? Warum kann ich nicht nach unten? Achso, weil das Ding im Weg steht. Fuck, ich kann mich nicht bewegen. Okay, Leute, pass auf. Ah, ich muss zu diesem Computer runter und dann muss ich Asteroiden spielen. Ah, das kann ich gut. Task ist komplett. Was ist mit dem Schlo? Habt ihr den gesehen? Oh shit. Hast du den Schlo gesehen? Ich glaube, der will mich töten. Wah, komm einer, bitte. Hilf mir. Schlo ist on the move. Kann ich mich hier verstecken vor ihm?
Ich habe das Gefühl, Schlo killt mich gleich. Schlo hat da nur gestanden, Leute. Ihr habt's gesehen, oder? Wo muss ich denn hin? Kann mich nicht irgendwo verstecken? Was ist jetzt passiert? Oh, noch viel besser. Es ist noch jemand gestorben. Okay, ich habe in Lifeline gesehen, dass Anni tot ist. Dann ging aber genau dann das Licht aus. Ich konnte dann halt nicht reporten, habe dann gewartet, bis einer sich erbarmt, das Licht auszumachen. Und in der Zeit, das heißt in den letzten 10 Sekunden, muss Tinker noch gestorben sein. Wer war alles beim Licht? Ich kann erstmal Sepp bezeugen, weil ich habe eine Task gemacht und der stand da bei der Lifeline. Also Sepp kann den letzten Kill nicht gemacht haben. Den ersten vielleicht. Wenn es 5-mal die Q-Play ist, aber den zweiten kann ich gemacht haben. Ja, auch ich bin ja der Lifeline-Admin-Mann gewesen in der Runde. Ich war in Lifeline, Anni war noch nicht tot. Ich bin unten ans Admin-Panel, auf einmal stand Dalu neben mir. Da war Anni aber noch nicht tot. Anni liegt in Storage. Ja. So, ach Mann, ich bin danach an Lifelines gegangen und bin links raus und du bist rechts rausgegangen. Ich hatte gedacht, weil ich Anni am Anfang links gesehen habe, dass ich die Leiche links finden werde. 3 Leute, die ich in Office gesehen habe, nachdem der Kill auf Anni gefallen ist, oder sind es überhaupt 3? Nee, 2. Sind Sepp und Matteo. Lara kann es nicht gewesen sein, die kamen gerade aus Specimen raus. Also ich würde Lara und Dalu ausschließen für den Kill, wenn ich nicht hinte. Warte mal, ist der Kill jetzt am Ende gefallen? Tinker muss am Ende sein. Weil ich stehe unten noch in, was ist das, der Raum oben rechts über dem Räder drehen für das Wasser. Oxygen oder was? Ja, Oxygen. So, da stehe ich gerade und da steht Blast noch davor. Also, Blask ist auch nicht zum Licht gegangen. Schlo, warum hast du mich beobachtet beim Waffenraum? Ich habe eine Frage an Blask. Ja? Du warst am Ende bei der Leiche? Ich stehe drauf, in Storage, wollte reporten, aber mein Spiel hat sich aufgehangen und das ging einfach 15 Sekunden. Ich wollte gerade sagen, weil Blask muss in der Nähe sein von der Leiche. Weil sonst Spiel hat sich aufgehangen, alles klar. Ich stehe auf diesen Körper drauf. Wer hat den Tinker noch gesehen? Ich nicht. Fuck. Ich irgendwann, aber ich weiß nicht mehr. Wer hat den reported? Sepp hat doch Tinker reported. Nein, ich hab Tinker nicht reported. Ich hab den Button gedrückt. Das war Alarm. Weil Anni ja tot war und ich hatte Anni gesehen, dann sind 10 Sekunden vergangen, bis das Licht an war und dann war man tot. So, ich hab keine Ahnung, wer es war. Ich weiß nur, dass Schlo mich beobachtet hat. Der Perversling. Das ist alles, was ich weiß. Komm, mach mal die Aufgaben weiter. Niemand ist hier. Das ist doch gut. Jetzt gehen wir zu Electrical. Was macht Lara da unten? Lara? Okay, ich habe Lara gesehen. Mehr weiß ich nicht. Ich gehe zu Electrical. Downloade was. Wer ist das? Wer ist denn das? Flask. Also Flask ist es über jeden Zweifel erhaben, oder? Kann man das sagen? Wieso hat Unge jetzt die Richtung gewechselt? Wieso hat Unge die Richtung gewechselt? Wisst ihr das? Habt ihr das gesehen? Der hat mich gesehen und ist mir hinterhergelaufen. What? Aha, das ist einfach. What? Ach shit, das war's. Ah, man kann ja auch durch Admin durch, Leute. Das wusste ich nicht. Okay. Dekontaminieren Sie bitte. Arsch! Du blöder Sack. Kann ich jetzt meine Aufgaben noch zu Ende machen, schnell? Folgendes ist passiert. Sepp, eine kurze Frage, um das Ganze zu proofen. Du kamst gerade von der Mitte rechts dort reingelaufen. Ja. Hast du Dalu gesehen? Ja. Wann und von wo kam der?
Aus dem Gang? Also er müsste also vor dir gelaufen sein. Ich sag, dass das Dalu ist, weil ich bin unten, unten habe ich den Stuff in die Kiste gelegt, kam aber vorher von oben, habe vorher oben noch Dalu gesehen und dachte, okay, wenn ich jetzt wieder hochgehe und ich finde in der Nähe des Scanners, finde ich eine Leiche, dann kann es nur Dalu gewesen sein. Lauf die ganzen Räume ab, habe Dalu nicht gesehen, gehe weiter nach links, da kommt mir Sepp entgegen, gehe wieder nach rechts und auf einmal steht da Dalu wieder. Ich glaube, dass Dalu aus dem Vent gekommen ist. Okay, also pass auf. Erstmal, warte mal. Ja, aber du hast keine Leiche. Was? Ich bin tot. Ja, also Kaya, ganz kurz. Theo, ich stand mit dir in der Lifeline. Du läufst so, weg. So, Leute, ich kann reden. Kaya liegt tot in Admin. Okay, Schlo, erstmal, Schlo, habe ich gedacht, du gehst mit mir zum. Vielen zum Dank, Teddy Dude, für den Raid. Hallo, 96 Leute, ich wurde gerade gekillt. Reingegangen. In Among Us. In der Zeit habe ich sämtliche Tasks oben. Dalu hat mich getötet. Dass du wieder hochkommst, ist doch eigentlich der ultimative Beweis. Es hat doch zeitlich perfekt gepasst. Und Sepp hat sogar gesehen, dass ich von den letzten sozusagen Wires kam. Also genug. Wir sind uns entgegengelaufen. Es war doch vom Timing her perfekt. Du bist nach draußen gelaufen. Vielleicht ein bisschen mehr über den Kill gerade reden. Ja, eben. Ja. Genau. Die Zeit läuft ab. Genau. Also, sag du erstmal was bitte. Ich war in Live-Line mit Matteo. Matteo läuft nach links weg. Türkis stirbt. Ich laufe nach links und Türkis liegt tot in Admin. Das wird sich aber beißen mit einer Idee, die ich hatte, weil Sepp war. Leute, ich nutze mal ganz kurz die Zeit und sag Matze 90, danke für den 8 Monat, Danobility, willkommen Club der Kajoten, Bibiliti, danke für den 4. Monat, Teddy Dude, danke für den Raid, Albona, danke für die 5 Euro, kann ich voten? Nee, ich bin tot. Ich kann ja jetzt noch ein paar Aufgaben machen, oder? Hilft das irgendwie? Oleole, willkommen Club der Kajoten, Karma of Mamax. Ich kann ja irgendwie anscheinend, kann ich ja noch, boah, dieses Swipen nervt. Oh, ich hab's gepackt. Bringt mir das irgendwas? Ah, ne, in den roten Bereich, ne? Oder ist hier. Was? Im roten ist doch. I don't have a clue, vielleicht ist es immer rot rechts. Ah, es ist immer rot. Ja, du musst deine Aufgaben machen. Okay, dann mache ich die schnell. Und dann noch eine Aufgabe, dann hab ich's geschafft, oder? Du kannst mit anderen Toten quatschen. Oben links in der Ecke der Briefumschlag. Wo ist der Briefumschlag? Ah, da. Der da oben. Wieso? Ich habe doch alle meine Tasks. Das hier? Nee. Welcher Briefumschlag? What the fuck ist der Briefumschlag? Ups. Oh, Off-Limit. Oh, guck mal hier. Ich habe keine Ahnung, was hier abgeht, Leute. Sepp, Lara. Wer läuft hinter wem her? Sprechblase, meint er. Ja, ich bin noch hier drauf. So, Leute, ich habe alle meine Tasks erledigt, aber warum ist die grüne Leiste oben nicht voll? Das ist kein Briefumschlag, das ist eine Sprechblase. Das ist keine... Okay. Wieso ist der festgefroren hier? Boah, die Runde geht aber echt lang, oder? Die Leiste ist für alle. Aha. Albona, vielen Dank für die 5 Euro. Kaya, am 23. Mai habe ich dich live in der Barclaycard Arena in Hamburg gesehen. War der geilste Auftritt überhaupt, ist jeden Cent wert gewesen. Vielen, vielen Dank. Ich hoffe, ich kann bald wieder spielen. Man weiß es nicht. Hier, Impfstoff ist gefunden. Vielleicht einfach Impfstoff, einfach direkt in den Boppes hauen und dann nach 5 Jahren... Umgehen.
Lara? Ich bin nicht die ganze Zeit mit Sepp rumgelaufen. Ich bin gerade in Decontamination rein, einfach weil ich rumlaufe. Ich habe den Task fertig. Ich bin unten rechts gerade in diesen Gang. Kann ich da reinschreiben, Dalo hat mich getötet? Vor mir. Ich habe ihn da verloren, weil ich gerade noch in das Admin-Ding reingeguckt habe, wo ich meine Kiste. Unge? Ja, ich bin gerade bei 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich muss eine Sache sagen. Ich habe Sto gerade ein falsches Alibi gegeben. Ich wollte gucken, wie er reagiert. Oha! Und eine Falle! Schlo ist gar nicht am Ende bei mir gewesen. Nein, ich war zwei Meter davor. Wo bist du denn, Unge? Ein Specimen, oder? Ich bin Specimen, ja. Unge ist in Specimen reingelaufen, ich bin davor stehen geblieben und habe gerade noch gedacht, scheiße, ich habe Unge verloren, weil ich noch in das Kamerading dort reingeguckt habe. Ja, aber kurz vorher und hängt die ganze Zeit an Unge dran. Geht kurz vorher sind wir selbst vorbeigelaufen und Schlox war wirklich die ganze Zeit bei mir und am Ende hat er sich aufgesplittet. Ich war mir die ganze Runde jetzt mega unsicher, der Kill auf Anni, ne? Ich würde den Kill auf Anni gerne nochmal aufräumen. Das können nur Sepp oder Matteo gewesen sein, denke ich. Die sind aus Storage. Einer von beiden kann aus Storage nach Office gewendet haben. Sepp ist mittlerweile tot. Ja. Ich denke, Matteo ist der Erste. Und ich bin mir noch nicht ganz sicher im Zweiten, aber Hauptsache. Okay, warte mal, bevor ihr votet, darf ich kurz was sagen dazu. Es stimmt nicht. Ja, und macht nicht denselben Fehler wie alle Runden davor. Also, es war bisher immer, Bless sagt, das kann nur Matteo gewesen sein. Es stimmt nicht. Ich war das nicht. Und wenn wir jetzt falsch voten, ist ein Fehler. Aber Bless, kannst du mir. Ich glaube, Bless, der war die ich muss Bless auch noch was fragen. Matteo muss fliegen. Ich kann nicht mehr voten. Dalo ist der andere. Nein, Leute. Ich glaube nicht, dass es mir nur. Dalo oder Schlo, einer von beiden. Ja, ist ja egal. Hubert Jenkins, danke für den zweiten Monat. Dunnobility, habe ich schon vorgelesen, ne? Dann machen wir weiter. Ole, ole. Willkommen im Club der Kajoten. Kamera auf Mama für den siebten Monat. Eraser Fuchs für den zweiten XX-Jahr. Ja, Dalu, du wolltest Vlesk noch was fragen. Genau, ich wollte Vlesk fragen, dass wenn er sich dabei jetzt sicher ist, wen er neben mir bitte noch verdächtigt, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass er nur mich meint. Dalu, so ein Sack, Sinn oder? Ergeben. So ein Sack, der ich Dalu. Ich bin übrigens auch der, der jetzt Licht angemacht hat und der Trader hat es nicht mal geschafft, die Türen zu schließen. Was? Ja, Dalu ist Dalu echt gut, Zeit oder? Sagen, weil ich weiß, ob Matteo den Kill halt einzeln also ich war die ganze Zeit nicht mit Sepp unterwegs. Also ich habe euch immer zu zweit gesehen. Ja, nein, das ist nicht ganz richtig, wir waren zu dritt. Okay. Und zwar Vlesk, Sepp und ich haben wirklich immer Abklatschen gemacht am Admin-Table und an Lifelines. Krass, dann ging Licht aus und nur ich bin weggegangen mit Matteo und wir kamen beide nochmal wieder zurück. Ist der dann habe ich mir überlegt, den Button zu drücken, aber dann hatte ich auch noch Vlesk gesehen. Ich dachte nämlich, er wäre der Erste gewesen, der Alter, wie kann man nur so und lügen? Und wollte Sepp verdächtigen, weil wir Sepp alle auf dem Kieke hatten und bin dann vom Button weggegangen, links raus und dann wurde dann wurde reported, legit. Also, ich bin geschockt. Ich würde davon ausgehen, dass Dalu ist einfach der evil. War, der Anni getötet hat in Storage. Ich glaube auch, dass Matteo der Ach, wenn du Verräter bist. Das Problem ist, der auf Kaya war so offensichtlich, dass ich nicht glauben wollte, dass Matteo ist. Deswegen war ich mehr als auf Sepp. Sepp ist jetzt tot, sorry. Den könnte aber auch Matteo gemacht haben. Sprich, ich weiß halt nicht. Also ich kann mir schon vorstellen, dass wir mit Matteo hier gar nicht so schlecht liegen. Wir hätten sonst verloren. Wir zocken das schon ziemlich lang. Okay. Eine Klette gereicht. Komposter. Ich stand übrigens alleine an Lights, als es anging. Ich hätte, wenn ich Imposter wäre, ich hätte einfach warten können. Ich bin ihm hinterhergelaufen. Ich bin ihm hinterhergelaufen im Sicherheitsabstand. Also er hat Lights angemacht, ja. So, denn, jetzt ist die Frage, was meint ihr, wer der zweite Imposter ist? Denn Schlo oder Sepp also Dalo hat mich gekillt. Schlo oder Unge. Nicht Sepp. Weil wenn Unge sagt, er ist mit Schlo aus Admin rausgegangen, und Schlo war hinter das ist Unge. So ein Sack. Und der Kill ist doch Unge. Im Admin-Recht ich glaub, passiert. Ich glaube Unge. Schlo, er ist zu ruhig. Er Schlo sagt kein Wort. Aber der sagt nie ein Wort. Ach, der Kill meinst du, Matteo? Ich dachte, der Kill an Sepp. Weil ich habe mich für den Kill an Sepp Mantel. Gewesen sein. Ja, 5 Sekunden bitte. Ich habe keine Ahnung, wer der zweite ist. Nein. Aber Dalus, krass. Oh, zwei haben gebot. Matteo zu sicher, das macht keinen Sinn. Wer ist das? Schlo, das bist immer noch du, ne? Ja, ich vertraue dir immer noch nicht. Okay. Komm, wir gucken mal auf diese Kameras. Dann können wir. Was habt ihr gesagt? Unge. Okay, ich gehe mal Unge hinterher. Wo ist denn der Vogel? Hier. Dir hilft ein Gemüse auf dem Kopf auch nicht. So, ich ghoste ihn. Bin mal gespannt. Also ihr sagt... Unge hat nichts gemacht. Oh! Ihr Schwein! Deswegen hat Unge mich verdächtigt! Weil ich dachte, Unge wär's nicht. Deswegen habe ich mich an Unge gehangen. Deswegen hat er sofort, als ich eine Sekunde nicht da war, sich auf mich gestürzt. Und Dalu, ich hab dich wenden sehen, oder nicht?
Wenn also sehen, dass du mich nicht, aber nein, unser aber Timing war schlecht. Ich bin aus dem Vent gekommen und es war genau so, wie ich gesagt habe am Anfang. Ich bin runter, ich bin wieder hoch, weil ich gucken wollte, ob Dalu einen Kill gemacht hat. Ja, hab ich auch, ich bin Dalu auch runter. Dalu war nicht mehr da und Sepp, der dritte Imposter, hat Dalu ein scheiß falsches Alibi gegeben. Was, der kam mir entgegen? Matteo! Wieso habe ich ihm ein Alibi gegeben? Wir standen zu zweit an der Lifeline. Du ja, läufst aber weg. Genau in dem Moment stirbt den Admin jemand und du sagst einfach die ganze Zeit gar nichts. Aber von Bless, Unge richtig ich gut gespielt. Wir Unge dann war mega stark. Ja, also ich habe Simon sogar so vertraut, dass ich ihm hinterhergelaufen bin, weil ich Schutz gesucht habe. Es war so dumm einfach schon wieder. Lauf in meine Runde, Simon. Darf ich sagen, wie beeindruckt ich von Dalu bin? Ich war so sass auf dich irgendwie und ich dachte mir, dass Dalu der Zweite ist, aber ich habe halt mit Unge habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ich wusste in der ersten Runde, dass Dalu ist. Also der Kill in Admin, das war von mir auch wirklich ein Coinflip. Also das war, Licht war an, ich bin straight durch Admin gegangen und hab den ersten abgestanden, weil ich dachte, wir müssen langsam einen killen. Mhm. Und dass ich da nochmal rausgehen konnte, war nur Glück. Ich dachte mir halt, das kann nicht Matteo sein, weil so ein dumm Kill wird der mir ja nie vorsetzen. Ich dachte auch, Flesk, warum glaubst du, dass ich so einen schlechten Kill mache? Dachte so, hä? Und Flo, ich erklär dir das. Du bist Kontamination rein und ich dachte mir, geil, ich wende jetzt schnell weg, schnetzel einen ab, warte unten auf ihn und dann sozusagen komme ich später dazu. Aber Dalu, wie krass kannst du lügen? Ich bin echt impressed, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich stand nicht da gerade und hab vorher den Raum abgesucht und... Und ich also, bin dann kamst du, halt du kamst unten nicht raus, sein. Du kamst unten nicht raus, dann hab ich mir scheiße, ich muss schnell wieder hoch. Und dann deswegen also hab ich die Aussage von Sepp so gewundert. Bei dem wusste man ja gar nicht, dass er ein Boss ist. Unge hat super gut gespielt. Aber ich dachte, wenn ich auf Florox noch sage, ich habe ein falsches Alibi gegeben, dann wirkt es so abschreckend. Es war auch kurz davor, dass ich rausgeflogen wäre. Aber also, ich habe dir so vertraut, Unge. Ich habe gedacht, okay, du bist auf keinen Fall. Und aus dem Grund bin ich die ganze Zeit mit dir rumgelaufen. Dass ich die ganze Zeit mit einem Imposter rumlaufe, konnte ich nicht wissen. Das war einfach eine heftige Runde. Also, das haben die beiden schon krass gemacht. Ich hatte halt überhaupt nicht Simon und auch kaum Dalu im Verdacht. Das war einfach krass gespielt. Ja. Also neue Runde. Neue Runde. Okay. Ich hatte Dalu im Verdacht, nachdem er mich getötet hat. Darf ich nur kurz wissen, wo Tinker gestorben ist? So? Weil die wurde ja von Sepp so ein bisschen unter Tisch gekehrt. Ich glaube, oben am Fernrohr, oder? Ja, Dalu hat mich am Fernrohr abgemurkst. Hinterrücks und kalt. Frech. Frech. Hallo? Das war mein Job. Also meine häufigste Todesursache ist einfach Vlesk, egal welche Rolle. Deswegen Matteo lässt man auch einfach leben, weil der wird eh rausgeworfen. Ja genau, ich bin keine Gefahr. Matteo, du stehst neben mir an Lifeline, dann spielt jemand, du läufst nach links weg, ein Admin liegt ein Leich und du so, ja da sag ich jetzt einfach mal nichts zu. Ja, ich habe ja nicht gesehen, dass jemand gestorben ist. Ich hatte diese Info gar nicht. Ich dachte einfach, okay, wo ist denn die Leiche? Und dann hast du irgendwann das gedroppt und ich so, oh fuck, da steht der Schuss. Bist du nach links weggelaufen und das habe ich gesagt und du so, ja nee, das... Da sag ich zum Let's go. Ja, okay. Also, ja, hat am Anfang getötet? Anni? Ja. Danke nochmal. Ich nicht schon wieder Anni so viel. Ja, es tut mir so leid. So, Leute. Ach, Mann, ich will doch einmal Imposter sein. Es kann nicht sein, dass ich es nicht bin, oder? Na? Oh, hier war ich noch nie. Was? Das ist alles? War's das? Ja. Flesk, Dalu und Anni. Warum wartet Anni? Hast du gesehen? Sie hat gewartet! Warum hat sie gewartet? Why did she wait? I thought I saw something. Was muss ich machen, wenn es nochmal, wenn es Alarm gibt? Der kam hier aus dem... Der mit der roten Maske kam aus dem Loch, oder? Habt ihr das gesehen? Scheiße, ich kann nicht in den Chat gucken. Der kam doch! Vielleicht kann man nicht aus diesem blöden Loch. Oh, heilige Klopapierrolle, hilf mir in diesen Zeiten.
Deine Klopapierrolle. Unge, Unge ist neben mir. Meinst du, der killt mich? Nee, er hätte mich killen können. Hat er aber nicht gemacht. Er hat mich nichts getötet, diese. Wieso lasse ich nicht. Ah, man kann die Map auflassen. Wie cool ist das denn? Da bin ich ja gar nicht so lost. Unge liegt unten links in O2. Oh shit, den hab ich eben noch gesehen. Oh, das müsste aber schon was länger her gewesen sein dann. Nee, das ist voll recent. Nein. Ich war da noch vielleicht vor 10 Sekunden war ich neben Unge. Ja. Und, wenn Kaya ihn gesehen hat, dann ist er frisch. Lara, wo liegt die Leiche? Oxygen, unten vor diesem Schalter. Wir bist denn da hingelaufen? Ich bin gerade hochgelaufen, ich wollte Electrical anmachen. Ich hab dich noch gesehen im Office, dann bin ich rechts raus und dann bin ich oben links quasi lang gelaufen. Nein, und da musst du ja unten links lang gelaufen sein. Nein, ich bin aus dem Office rechts rausgelaufen, bin dann hoch und dann links und dann ist mir Anni noch entgegengekommen. Hören wir gerade Lügen, Lara? Anni, hast du sie gesehen? Keine Ahnung, Alter. Anni kam mir direkt über dem Office entgegen. Sepp, warum hast du denn gerade gesagt, dass die Leiche schon lange da liegen muss? Weil ich ganz am Anfang mit Unge zusammen links war, mit Dalu auch. Das war relativ am Anfang. Und Unge war am Baum und ich habe O2 gemacht. Und dann bin ich halt rübergegangen und Unge war halt am Baum. Und ich dachte jetzt so, okay, also, danach macht der halt O2. Das heißt, der müsste schon länger da liegen. Also ich habe Lara, Ich habe Lara nirgendwo in meiner Nähe gesehen übrigens. Ich war ziemlich lange neben Unge. Ich habe diese Flaschenabfüllnummer gemacht. Unge stand neben mir. Ich dachte, oh, der killt mich, hat aber nicht gemacht. Dann dachte ich, okay, der macht die Task. Ich war sehr lange neben Unge. Ich habe von Lara nichts gesehen. Mein letzter Task war QR-Code im Office. Und davor habe ich in Specimen Room 3 Tasks gehabt. Einmal dieses Steinchen da und dann habe ich noch die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da würde ich davon ausgehen, dass es niemand von denen involviert war. Tinker und ich waren zusammen mit Dick und Tinker. Dalu, hast du eben die falsche Task gemacht? Yes. Ich habe relativ wenig Task gemacht bis dato, wie eh und je. Ich habe, glaube ich, noch gar keine Kommentars gemacht. Weil du hast dich da auf jeden Fall dran gestellt, aber ich meine, du hast dich an die Linke gestellt. Kommst du auch an der Linke dran? Oh, das habe ich noch nie gespielt. What? Ich check mal wieder nichts hier. Wann ist der Post? Fucking du hier. Kein Bock. Alter. Ich habe ihn eben noch vorhin reinlaufen sehen, nachdem ihr das Licht angemacht habt. Dann war ich unten gerade, habe da die Sauerstoff-Task gemacht, habe Anni noch gesehen. Und dann bin ich hochgelaufen und wollte gucken, ob noch jemand in Kameras ist. Und da liegt ein toter Mäntel. Ja, Dalu, was sagst du dazu? Okay, also pass auf, an die Crew, die jetzt hier noch mit involviert ist. Wenn ihr euch irgendwann im Laufe des Matches sicher seid, dass noch zwei Imposter leben, dann merkt euch jetzt einfach, was ich sage. Weil für mich sieht das wirklich nicht gut aus. Und ich glaube, die Kills werden gerade absichtlich so gemacht, um mir das in die Schuhe zu schieben. Was ich gerade komisch fand, ist, Lara, Anni und ich waren zusammen im Admin bei den Dingern. Lara ist rechts rausgegangen. Als sie rechts rausgegangen ist, ging Licht aus. Und Lara sagt, sie wollte Licht fixen, ist aber links an Office vorbei, um unten links reinzugehen. Ja. Und hat dann in O2 eine Leiche gefunden. Ich bin den ganzen Weg gerade abgelaufen. Es ist nicht der schnellste Weg zum Dings. Und du würdest in O2 nicht reingucken, wenn du das Licht fixen willst. Nein, das Licht ging aus, als ich unter Communications war. Und sie hat keine Task mehr gemacht seit dem QR-Code. Ja, weil ich rumgelaufen bin. Ich will das nur sagen. Merkt es euch einfach, wenn ich rauskomme. Okay, Task in Oxygen. Und da war ich auf dem Weg dahin. Und dann ging das Licht aus. Und dann wollte ich hochlaufen. Dalu, woher weißt du, dass Lara keine Task gemacht hat?
Weil ich sie gefragt habe, was war ihre letzte Tags? Und sie hat gesagt, QR-Code. QR-Code bis Report war die letzte Task. Ich bin rechts raus bei Admin und wollte dann in Oxygen da die Sauerstoff-Task machen. Und die Leiche jetzt liegt oben links in den Camps, das stimmt. Lara und Andi kamen entgegen, ich bin unten links reingelaufen und dann sieht es wieder kacke für mich aus. Ja. Wer ist oben rechts? Wir haben Task unten links, Dados hochgelaufen, habe ich nur gesehen, dann ist er, glaube ich, wieder runter. Ich weiß nicht, wenn ihr beide mich gesehen habt, warum sollte ich einen töten, weil ihr die Leiche doch eh finden werdet? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Und das, das ist. Security. Wer ist oben rechts im Labor? Bin ich im Labor? Ich weiß es gar nicht. Oben rechts auf der Map? Also ich und Sepp waren es nicht, wir sind Specimen. Ja. Hoffe, das hilft. Du bist bei mir? Ja. Du hast die Zahlen gemacht und nicht Simon Says. Doch, okay. Genau neben mir. Ich habe immer noch keine Ahnung, wer was ist. Diese doofe Task hier, ey, wie funktioniert? Mann. Ah ne, die kenne ich. Die ist einfach. Okay. War das? Ach so, die Tasks ändern sich. Annie. Annie, are you walking? Are you walking, Annie? Annie, are you walking? Komm, wir gehen. Ich gehe da nicht rein. Dalo und Tinker im Doppelpack. Was mache ich hier überhaupt? Hier gibt es gar nichts zu machen. Schlo. Ach du Scheiße. Schlo ganz alleine. Leute, wenn mich die Leute gesehen haben, dann versuche ich ein bisschen woanders hinzulaufen. Man weiß ja nie. Vielleicht wollen sie mich killen. Dann laufen sie hinter mir her und dann verliere ich die. Versteht ihr die Logik? Ich auch nicht. Ist egal. It just sounds nice if I say something which sounds reasonable. Ja, wenn man mir auch mal die Spiele erklärt, dann kann ich sie auch. Achso, diesen doofen Planeten suchen, ne? Alter. Wo ist der? Gibt's doch nicht. Wo ist dieser Kackplanet? Ah, da! Gut. Nur noch eine Aufgabe, Leute. Ich hoffe, ich werde nicht gekillt auf dem Weg dahin. Ich lass mal die Map auf, damit ich... Oh, Annie schon wieder. What the... Ja. Okay. Oh. Wen hat Dalu verdächtigt? Ist so ärgerlich. Ich bin die ganze Zeit an Dalus Popo geklebt, weil ich ihm geglaubt habe, dass er nichts gemacht hat. Und dann ging das Licht aus und ich habe gedacht, ich mache noch ganz schnell die eine kleine Baumtask, die ich habe und komme raus aus der... Also Licht ist aus, ich habe die Leiche nicht gesehen, nur den Report-Button, aber er muss am Aufgang hoch zum Electrical liegen. Er wollte wahrscheinlich gerade Licht anmachen und ich habe gedacht, da kriege ich ihn sowieso wieder. Du warst beim Baum? Yes. Warum habe ich dich gesehen, wie du mit Dalu oben in, Communications gegangen bist? Wo ist Communication? Ach so, ich habe nichts mehr zu tun. Ich habe nur noch die eine Task im Baum. Bin die ganze Zeit Dalu hinterher, weil ich geglaubt habe, dass er Crewmate ist und dachte, da bin ich am sichersten aufgehoben. Ich bin ihm die ganze Zeit hinterher. Ich habe das gewatscht. Gesehen, ich kann das aber bestätigen. Ich hätte ihn schon ewig töten können. Also ich laufe ihm seit Ewigkeiten hinterher und er mich weil, auch. Weil ich war der Kameramann. Ich kam euch entgegen. Ich war in den Camps. Okay. Ich kam euch entgegen, als Dalu komm reingegangen ist. Mit dir, cool. Also ich weiß nicht, ob du reingegangen bist oder ob du weitergelaufen bist. So, ich stand am Eingang, da müsste Schlo mich auch noch gesehen haben, hab gewartet, bis Dalu fertig ist und bin mit ihm rausgelaufen, links rüber. Du bist zum wo genau die Leiche liegt? An welchem Eingang soll ich dich gesehen haben? Du bist runter zu Weapons, ich stand aber in Communication. Ich bin mir nicht sicher, ob du mich gesehen hast, aber du müsstest da in der Nähe gewesen sein. Also ich kann ja sagen, was ich auch in den Camps gesehen habe. Ich habe zumindest Vlesk und Anni, glaube ich, gesehen im Office oben rechts. Ich habe Schlo im Office gesehen, unten links, glaube ich. Und sonst habe ich keinen gesehen in den Camps. Das kann ich zumindest sagen. Und dann wurde Report. Ich weiß nicht, wie alt jetzt der Kill ist, aber du sagst ja, du warst ganz mit unterwegs. Also
Das wird das der ist ja. ganz frisch, der muss gerade passiert sein. Ja, das ist, muss gerade passieren, wir waren vorher in Lifelines. Sus. Vlaske ist sus für mich, just saying. Mhm. Leute, wen hat Dalo verdächtigt? Dalo hat noch gesagt, mein letzter Wille, ja? Erinnert ihr euch? Wer war das nochmal? Ich kann nicht in den Chat gucken, ich weiß, das habe ich schissen. Wer war das? Annie oder war das Dingenskirchens? Wie heißt die nochmal? Lara, ne? Ja, ist richtig gut. Es ist Zeit, auf Wiedersehen zu sagen. Lara, du hast gut gedient. Deinem Postenkollegen. Aber wir verabschieden uns jetzt von dir. Bei 7 bist du doof? Hat sie gewendet oder warum? Die Taskbar ist fast voll. Lara war die komplette letzte Runde in Camps. Laut Dalu ja, hat Lara keine einzige Task gemacht, außer dem QR-Code in der vorherigen Runde. Nein, das stimmt und nicht. Davor ist Lara rechts aus Office raus, links nach unten und zu O2 hat wahrscheinlich auch wenig Tasks gemacht. Lara hat definitiv nicht genug Tasks gemacht, damit die Taskbar jetzt bei 80... Tinker kann bestätigen, 98. dass ich Tasks gemacht habe in Specimen Room. 3 Tasks hatte ich in Specimen Room alleine. Okay, Frage, aber gewinnen wir nicht gleich sowieso vorher. Über Tasks? Kann ich bestätigen, wie die Tasks aussieht, aber ich habe nicht mehr viel. Also Lara war tatsächlich ganz am Anfang mit mir in Specimen. Ich bin dann weitergelaufen und sie ist da geblieben. Aber weiß ganz nicht, ob am das Anfang? Ganz, ganz, also, ganz am Anfang. Vlesk, ja. Wenn du jetzt sagen kannst, okay, Lara hat jetzt in letzter Zeit auch nicht viel gemacht. Dalu hat schon gesagt, Lara hat nicht viel gemacht. Ich bin ich da ganz bei dir. Warum sagt er, dass ich wenig gemacht habe? Aber bei 7, warum? Ich habe gesagt, welche Tasks ich zuletzt gemacht habe. Und die Runde davor eben gerade war ich die ganze Zeit in den Camps zum Schluss. Wir könnten hier jetzt ja skippen, ne? Und dann fliegt Lara nicht. Und dann sind 6, 7 Leute und wir können einfach Tasks fertig machen. Für mich persönlich ein bisschen langweilig. Wenn ein Imposter rausfliegt. Ich würde gerne Dalos letzten Willen erfüllen. Weil die Sache ist, wenn wir jetzt Lara kicken und ich der Imposter bin, dann kann ich jetzt noch gewinnen. Das könnte ich sonst ja gar nicht, weil die Tasks schon weil Dalo mich verdächtigt hat. Und weil jetzt irgendjemand gesagt hat, Blesk ist sus. Versuchst du das jetzt auf mich zu schieben? Ja, das hat Anni gesagt. Das ist zufälligerweise die zweite Person, die Dalo auf dem Kick hatte. Ja. Okay. Naja. Okay. Also ich nehme mich... Warte, ich muss die Map anlassen, sonst bin ich wieder lost. What am I supposed to do now? Aha. Anyway. Das war's. Ich hätte dazu sagen sollen, ich hatte noch 2 Tasks, sprich eine Task war von Kaya anscheinend nur über gerade, das war's tanken. Lara kann nicht Tasken. Oh das Geile ist, ich werde immer verdächtig, wenn ich wirklich nichts mache. Also wirklich, das war, ich werde klar, weil ja, wir hatten einen Zug. Wer war's denn jetzt? Lara und ich. Und Dalu, Wiese hat's dir auf der Zunge gebrannt, mich zu callen wegen oben rechts dem Scanner? Das okay, war merkwürdig, tatsächlich. Da hätte ich glaube, der schreit ach immer so, noch. Schlo. Ich bin, als du dich dahingestellt hast und doch abgebrochen hast, weil du vielleicht dachtest, ich hätte meinen ja aufheben können, ich bin lachend weggerannt und habe gehofft, ich komme ins nächste Meeting. Ich wusste in dem Augenblick, dass du und so ich schreien so, willst, und mich zu und callen. Ich so, Tinker, bleib bei mir, du musst mich beschützen, ich gehe Wasser rein, Tinker, ich gehe kurz weg. Und dann, oh nein. Ja, Mann, ich dachte, ich muss nur schnell die O2-Quest noch machen, dann habe ich alle erledigt. Wir werden uns am Licht wieder treffen und dann liegst du da tot. Wir waren leider nicht schnell genug. Aber Kaya, ja? Sehr gut. Du hast die Tasks alle fertig gekriegt. Sehr nice. Mhm. Danke, nice. Danke, danke. War wirklich gut. Alle war fertig, Alter. Alle. Vielleicht du warst, weil du erst in Comms reingelaufen bist und dann da Task gemacht hast und runtergelaufen bist in Weapons und da Download gemacht hast und dann war ich so, hä, warum läuft der erst in Comms rein? Hey Chat, das war jetzt, Jerome muss die erste Runde schneiden und dann jetzt so ein paar coole Runden, wo ich einfach nice gewonnen habe, oder? Aber ich muss sagen, kurze Lernkurve war das schon für mich. In der ersten war ich komplett lost. Das nur so als Info, aber ich meine, das habt ihr ja gesehen. Ja, aber Dalu, ich hab das angeboten, wir mussten ja irgendwie killen. Vleske hat für dich weitergelebt, Dalu. Was wolltest du sagen, Vleske?
Ich hatte noch Müll und ich hatte noch Baum und es haben drei Tasks gefehlt und Lara war legit die komplette Runde einfach nur in der Kamera. Nee, also, war ich gar nicht. Ich hatte erst also, Nee, das war ich nicht. Ich war nur zum Schluss an den Camps. Ich habe vorher noch den Alarm mit ausgemacht. Ich habe zuerst gedacht, Dalo, dass das schlecht war, dass ich dich jetzt gekillt habe, weil der Verdacht ja auf dir lag. Weil ich ja auch schönen Kill oben links gemacht hatte, währenddem du gerade in Electric standst und ich bin weggewendet. Und ich dachte, okay, dann denken jetzt alles war Dalo. Aber dann war mir klar, okay. Das oben rechts, da habe ich so komisch gespielt. Wieso bist du vom Scanner runtergegangen? Dachtest du, ich habe meinen... Chat, wie gefällt mir das Spiel bisher? Sehr, sehr gut. Am Anfang war ich extremst lost, aber so langsam komme ich rein. Das Einzige, was ich jetzt noch nicht so gut drauf habe, ist mir merken, wo wer was macht. Deswegen bin ich in diesen Diskussionsrunden immer leise, weil ich habe mich nur auf die Aufgaben konzentriert. Das heißt, ich müsste... Jetzt weiß ich ungefähr, wie die Aufgaben gehen. Das wusste ich am Anfang auch. Ich wusste am Anfang nichts. Und jetzt müsste ich nur ungefähr, glaube ich, ein bisschen auch Leute beobachten, damit ich weiß, wer was wohin läuft. Hab ich gemutet? Ja, ne? Ey, wisst ihr, was ich nicht verstehe? Wieso ich nie der Impostor bin? Warum bin ich das nicht? Wieso mag das Spiel mich nicht? Ich will auch mal töten. Wieso wartet Schlo immer? Ich finde, die Leute, die da rumstehen und nichts machen, die machen sich verdächtig. Findet ihr nicht? Die machen sich doch alle... Ah. Wieso folgt mir Mäntel? Wieso folgt er mir? Ah, ich habe ein bisschen Schiss vor dem. Bisschen Schiss vor Mäntel. Also bis jetzt halt mir fest, Schlo und Mäntel standen nur rum. Das ist alles, was ich... Wer läuft an mir vorbei? Wer ist das? Lara. Doch nicht direkt den Dalu. Doch. Der muss doch vor meinen Augen gestorben sein. Das ist jetzt Bescheid. Aber wir waren gerade zusammen im Specimen Room und dann ging das Licht aus und habe ich ihn im Specimen Room nicht mehr rumgerannt, habe ich ihn gesucht, war so nicht gefunden. Er ist bestimmt schon rausgelaufen, bin dann nach unten gelaufen, habe dann gesehen, wie er quasi vor mir die Tür betätigt hat und ist dann quasi rausgegangen und dann stand ich dann hinterher. An der Tür. Ich habe dich gesehen, ich hing an der Tür. Da muss doch Dalu rausgelaufen sein gerade. Genau, ich bin an den... Irgendjemand muss vor meiner Nase... Ich habe Lifelines gecheckt, vor meiner Nase gekillt haben, weil ich da weggehe. Wo genau? Und dann hing ich an der Tür. Zinka, sag mal genau, wo der ist. Genau an der Türe, also er hängt an der Tür. An welcher Tür? An welcher Lifeline? Unten. Genau, wo man zu Specimen rübergeht. Ah, also die Dusche. Na, die untere Dusche. Genau. Nee, in der Dusche war ich, da war er nicht. Und ich dachte, auf der anderen Seite, die Person, die auf der anderen Seite steht, hat Dalu also getötet. Aber es war davon aus, dass irgendjemand ein Lab gewendet hat. Weil ich war ein Admin-Panel. Da waren vier Leute, waren in Lab. Da bin ich oben an Lifeline, da war niemand tot. Und dann ist Licht ausgegangen. Und dann bin ich nach oben in Lab gelaufen. Und es war niemand gerade in Lab. Nein, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Ich bin gerade in Lab. Safe, im Lab Kaya gewesen, steht neben mir sogar noch. Im Lab. Ja. Oben rechts im Labor, ja. Das stimmt. Dalu muss ja vor drei Sekunden oder vor zwei Sekunden gestorben sein. Noch mal eine ganz kurze Frage. Tinker, hast du gesehen, dass er auf Lifeline gestorben ist? Das muss tatsächlich in... Also ja, deswegen, es ging aus, also das ist rot. Ja, und dann? Aber da muss... Ja, und dann wollte ich los und ich hing an der Türe. Eigentlich muss mich Anni gesehen haben, in der Türe. Nee, ich hab deinen Namen nicht gesehen, weil ich von innen stand. Okay, aber da habe ich den Report gemacht, da liegt er. Wer hat gerade gesagt, dass er vorher Lifelines war? Ich war vorher in Lifelines und ich bin hoch in Lab gelaufen. Und wenn das Licht aus ist, müssen die Leute von rechts nach links aus dem Lab raus. Aber es ist niemand rausgekommen, als ich reingelaufen bin. Wenn? Lara war auch noch da. Ja, aber es waren doch vier Leute drin. Ich wollte auch was sagen, aber ich mach's beim nächsten Mal. Ja, Simon, lass mal überleben bis dahin. Ich find's immer verdächtig, wenn die Leute anfangen zu stottern. Und Tinker hat gerade gestottert. Soll ich sie ein bisschen beobachten oder meint ihr? Sie sind Weapons.
bisschen Schiss vor der Tante. Warte mal kurz. Ich geh mal hier rüber. Nice. Ihr Schweine! Er hat doch gerade gesagt, er wollte gerade was droppen! Ach nee, Unge, scheiße! Ja, das war halt super smart, ne? Warte mal, Matteo. Kaya, ganz kurz. Wo seid kurz. Ihr? Wo seid ja, ihr gerne. Gerade so? Office. Ich war ja. gerade an den Sepp, ich stehe unter dir. Also ich bin gerade von unten hochgelaufen und wollte den Report-Button drücken. Und Anni müsste, also erst müsste mich Lara gesehen haben. Ich habe mit ihr Weapons gemacht. Was für ein Report-Button? Ich habe dich nicht gesehen, aber für die Leiche. Wo ist denn die Leiche? Wo liegt denn Unge eigentlich? Sag mal, wo die Leiche ist. Vor Electrical. Ach, vor Electrical. Das habe ich jetzt nicht direkt gesehen. Ja, ich kam von unten sehr hoch. Frisch, ne? Dann kann ich Matteo rausnehmen. Anni und Vlesk sind in die Richtung gelaufen. Nee, ich bin unten in Weapons. Was war eine Kamera? Weil ich von rechts, ich bin von rechts in Electrical reingelaufen und ich habe dich ganz am Ende jetzt noch gesehen, während du das Licht gefixt hast. Anni, ja, richtig. Mich gesehen, ihr seid doch an Weapons vorbeigelaufen, beide. Nein, ich bin in Weapons reingelaufen, habe mich dran gestellt und Tinker stand dran. Ich glaube, sie ist dann weggegangen, als ich gerade rausgemacht habe. Genau, ich hatte es gerade fertig und bin hochgelaufen und bin von Weapons hoch Richtung Electrical und da liegt er. Matteo, willst du uns jetzt mal erzählen, was die Story von der letzten Runde jetzt noch ist? Nee, ich wollte nur sagen, dass ich in der letzten Runde auch das Licht gefixt habe und deswegen rausfalle. Aber ich glaube, übrigens, der Vote auf Tinker letzte Runde war ich, weil ich glaube, es war ein Self-Report. Weil das war so ein bisschen gestolpert, die Story. Also so wie ja, das fand ich auch. Ist auch wieder direkt neben der Leiche und sieht mich. Ich habe sie jetzt nicht gesehen und sie hat den Report-Button irgendwie doch nicht gedrückt. Ich habe ihn direkt gedrückt. Du hast vor mir, ich hätte in der nächsten Sekunde gedrückt. Du hast vor mir gedrückt, aber Anni müsste bezeugen können, so schnell wäre ich nicht gewesen. Du hättest mich gesehen, wenn ich bin in Weapons rein. Sie waren noch in Weapons. Ja, ich habe Task gemacht. Ich glaube und kurz nicht, dass, danach kam der, du hättest mich gesehen, wirklich. Ich glaube nicht, dass Tinker diesen Kill begangen hat, weil... Okay. Der letzte hätte Tinker theoretisch sein können, weil es muss in der Sekunde des Reports vorm Eingang. Vorm Eingang von Electric lag er. Wie gesagt, Matteo kann es nicht sein. Der stand schon drinnen, als ich reingelaufen bin. Yes. Aber Vlesk fällst du aber nicht raus, ne? Ja. Ich kann es theoretisch sein, klar. Ja. Keine Ahnung, Leute. Wenn man die Map auf hat, kann man sich zwar besser orientieren, aber the problem ist, du siehst niemanden hin und her laufen. Niemand in Weapons. Alter. Geht's noch? Halt. Wer hat denn jetzt die Türen zugemacht? Ich glaube, es hackt. Alter, habe ich gerade einen Schock bekommen, ey. So, ich kill Schlo jetzt. Ich weiß, ich kann nicht killen, aber ich mach's einfach. Komm her, du. Das war deine falsche Entscheidung, du kleiner Sportsfreund. Also Schlo scheint es nicht zu sein. In den Kameras? Oh shit. Tinker? Hör mal, ich lauf dir die ganze Zeit hinterher. Ja, du läufst hinterher siehst, und wo ist die Leiche? Hinter uns. Ja, aber Mann, du hast aber ich bin wieso ist die Leiche auf hinter dir uns? Gelaufen, weil irgendjemand hinter uns das war. Ich hab's nicht gesehen, aber ich bin auf dir gelaufen. Ich hab extra gedacht, halt ich lauf drei selbst Runden verdächtig. Ja, nein. Also Tinker ist echt, ich ist echt so und innerhalb Anni von zwischendurch auch gesehen. Ich bin die ganze Zeit auf Sepp rumgewuselt. Das ja, stimmt. Ich hab's gesehen, die ganze Zeit zusammen. Wo liegt die Leiche? Liegt am Ausgang unten links von Admin. Also wenn du am Tisch unten rausgehst. Oh, da musst du aber sehr frisch sein. Ich habe gerade in dieser Sekunde sind da gerade durchgelaufen. Ja. Ich habe gerade in dieser Sekunde auf Lifeline geguckt. Das muss legit in der Sekunde des Reports passieren. Ja, ich war in Camps und die war davor. Ja, ich war vor zwei Sekunden an Lifeline, whatever.
Nee, Anni, du bist schon länger raus. Ach, ich bin schon in Lab. Anni? Ich opfer. Ja, schon gut, ich bin in Lab. Aber stimmt, ist so viel gelaufen. Nee, die hätte man ja, in Camps gesehen, wenn die ein bisschen älter wäre. Das stimmt schon. Schlo, für wen votest du? Weil du ich kann nicht entlasten. Du hättest mich killen können. Ich wollte dich baiten, aber du hast nichts gemacht. Ja, das ist nicht sicher. Aber also ich meine, wenn einer drei Runden übt. Nee, also Tinker ist es. Sie kann den Kill eigentlich nicht gemacht haben, weil dann hätte ich die Animation sehen müssen. Das ist schon richtig. Ich kann meinen Vote aber nicht mehr zurückziehen. Danke. Aber Tinker, wer war denn. Du hast ja mehr Sicht gehabt. Du warst ja nochmal 2-3 Meter hinter mir, ne? Ja, ich hätte es sehen müssen. Aha! Die einzige, die ich noch rausnehmen kann, ist Lara, glaube ich, weil sie in den Lab reingelaufen ist. Lara kann es nicht sein, ne? Ja, ich habe auch gegen Tinker gewotet. Danke! Tinker stottert mir zu oft. Das ist verdächtig. Ja, aber, nee, aber bei sieben Leuten, wenn wir da Pech haben, ist nichts gut. Nichts gut, diese Mörderin. Nichts gut. Nichts gut, diese. Okay, Tinker, bleib bei mir. Ja. Also Schlo ist es nicht. Da sind wir schon mal safe mit dem. Oder er hat einen Cooldown. Ich glaube, Tinker. Wenn es Tinker war, willst du mich jetzt töten, oder? Weil ich. Wieso geht das nicht? Ab ins Labor. Hier durch, ne? Ich hab ein bisschen Schiss gerade, ey. Wer hat die Türen zugemacht? Okay, ich gehe hier rum. Wer war das? Tinker und Sepp waren das, ne? Ich gehe hier rum. Das waren Tinker und Sepp. Wenn Sepp jetzt stirbt, wissen wir Bescheid. Oder wenn Tinker stirbt, wissen wir Bescheid. Komm rauf. Ist ein bisschen schön. Was ist? Was muss ich machen? Wo muss ich nochmal hin? Ich raff das nicht. Da, wo die Pfeile sind, ne? Bei Alarm. Boah, ich trau mich nirgendwo hinzulaufen, Leute. Ich... What? Und ich dachte, ich muss mich jetzt ein bisschen unauffällig verhalten, weil ich da nur so offensichtlich dumm bin. Hast du den letzten Kill gemacht? Tinker, hast du einen Kill überhaupt? Tinker? Ich hab den ersten umgebracht. Ah, stimmt, den ersten, genau. Ich dachte, du warst es, deswegen bin ich vor dir weggerannt und genau in die Falle des Imposters. Ich stehe da so Dalu, geil an dem Tisch. Wir stehen zusammen in Specimen Room und ich mache meine Task und das Licht geht aus und ich war nicht so, Dalu beobachtet so lange, aber hätte ich mich hier 6-mal umbringen können. Alles gut. Licht geht aus, ich renne 3-mal um den Tisch, weil ich mit dir noch rauslaufen wollte und ich bin auch um den Tisch gerannt, Anni, und dadurch, dass ich nicht mehr gesehen habe, dachte ich, du bist schon weggerannt. Anni war schon tot jetzt am Ende. Sprich, wir hätten nur 8 Sekunden gebraucht, hätten wir beide einen Kill gemacht. Anni, es wird so sein, dass wir im Dunkeln beide so um den Tisch gelaufen sind, dass wir uns gegenseitig nicht gesehen haben. Das kann sehr gut sein. Ja, dann bin ich halt nach unten gelaufen, habe ich schon dich in der Tür quasi. Ja, ich dachte, du bist schon weggerannt, deswegen renne ich. Und dann, als du nicht da warst, dachte ich, du bist es. Wer war jetzt zweiter Imposter? Tinker und Blesk. Vlesk, warum hast du mich nicht gekillt im Vorbeilaufen gerade? Er rettet's. Er hat gerade vorher Anni gekillt. Ach, du warst im Cooldown. Wie hast du denn den letzten Kill dann gemacht? An Lifeline, als alle weggelaufen sind, ist er reingekommen. Nee, also den wo Tinker direkt hinter mir war. Ja, ich war halt nicht in Camps, ich stand neben euch und hab einfach drauf gedrückt. Ich hab's nicht gesehen. Ich lese euch gerade Chat, ich lese zwischen den Runden. Weil Tinker hat zweimal hat die ziemlich geschwurbelt. Wisst ihr, was ich meine? Ihr habt es ja auch gehört. Sie hat so gesprochen. Ja, und da und du merkst so, die denkt sich gerade was aus. Weil wenn du
unschuldig bist und dich verteidigst, dann redest du ja schnell und impulsiv. Sagst, ne, das war, nein, das war ich, weil du weißt genau, was du zu sagen hast. Und Tinka hat in zwei Runden hat sich so gesprochen. Und du merktest, die hat nach irgendwas gesucht. Und ja, das ist alles. Aber es ist nur ein bisschen, weil ich krieg von den anderen nicht viel mit. Ich weiß nicht, ob es eine Strategie ist, aber ich spiele das Aufgabenspiel. Sprich, ich versuche einfach alle Aufgaben zu machen. Ich versuche mir zu merken, an wem ich vorbeilaufe. Und keine Ahnung, ob es noch andere Strategien gibt. Imposter können Türen von überall ausschließen. Sie kamen ziemlich ins Schleudern. Genau, das war das Einzige, was verdächtig ist. Wann wirst du endlich der Imposter? Ich hoffe jetzt. Warte, ich mach mal wieder hier. Ja, es war, also ich dachte dann so, okay, Tinker wird wahrscheinlich der Self-Report gewesen sein. Dann dachte ich, ja, Vlesk chillt im Raumschiff alleine. Hm, könnte sein. Der will dich da reinlocken, um dich zu töten. Herrlich. Okay. Ich find's geil, wie keiner von euch mich verdächtigt, weil ihr traut es mir gar nicht zu, oder? Ich find's auch geil, dass sich alle immer leben lassen. Ja, das ist auch ehrlich. Ja, um ehrlich zu sein, als ich Kaya das erste Mal in der zweiten Runde angesprochen habe, dachte ich, er wär's. Da hab ich so gesagt, Kaya, und er hat so geantwortet, und dann haben wir aber alle drüber gelabert und hab ich's gelassen. Das stimmt. Ich dachte, in dieser Runde wär's Kaya und Bless gewesen. Aha. Ich fand Tinker zu obvious. Eine geile Runde geworden. Mann, ich werde einfach nicht Imposter, das kann doch nicht sein. Ah, oh, ich habe das Spiel wieder leiser gedreht, sorry. Na? Wahrscheinlich töten sie mich jetzt, weil ich zu lange am Leben war. Na? Boah, ich habe ein bisschen Schiss, wenn's so... Ein bisschen Ach, da ist doch nichts. Wieso läufst du da hin, Kaya? Weh, da kommt jetzt einer aus dem Loch. Stell dir vor. Wo? Tinka, Lara, lol. Danke, Matteo. Ich bin hinter dir. Boah, das ging aber fix. Warte. Das muss. Ich hab mir die ganze Zeit gesagt, bitte mich nicht als erstes. Wir sind raus, wollten Licht anmachen. Licht war dann schon an und dann sind wir wieder zurück zur Laboratory gelaufen. Ja, du bist vor mir reingelaufen. Also nochmal ganz kurz die Info, wo liegt der? Und liegt in Lab, da bei der, in dem Raum von der von dem Rakete? Bohrer, sag ich mal. Mm, ja, Rakete-Bohrer. Ah, okay. Ich habe alle, hab alle Licht angemacht und das kann Schlorox bestätigen. Folgendes ist passiert. Lara, Tinker und ich sind reingelaufen. Tinker ist in den Bohrerraum reingegangen. Ich bin da durchgelaufen, habe da Temperatur gemacht. Ach, Lara war auch drin. Okay, gut. Dann könnt ihr es wahrscheinlich beide gewesen sein. So, dann ging Licht aus. Ich bin rausgelaufen. Dann ging Licht Wer ab. Denn? Dann Lara, Sepp anscheinend auch. Tinker und ich. Andi war dabei, Tinker und es war noch. Ich war aber nicht im Bohrerraum, ich war bei der ersten Temperatur. Sie war tatsächlich nicht im Bohrerraum. Also ich weiß, so wie vier, fünf Leute in diesem Bohrerraum. Als ich rausgelaufen bin, hat er noch gelebt. Und da Anni nach uns rausgelaufen ist, müsste sie eigentlich gesehen haben, dass da auch kein Toter hätte drin liegen können, weil ansonsten hätte sie einen Report-Button schon gehabt. Also ich bin dran vorbeigelaufen, da war kein Report-Button. Ja. Und dann ist Tinker mit mir zusammen von rechts nach links. Und dann sind wir wieder zurück und Lara kam von rechts raus und dann lag da der Report. Ich bin auch Richtung Elektrik gelaufen, weil das Licht aus war. Habe ich gerade gesagt, ich habe Licht angemacht alleine und Schloss ist mir dann entgegengekommen. Stimmt, ja. Also stimmt nicht, das warst du. Also gesagt, wo warst du? Ich war in der Kamera zugeguckt. Kann das Flo da oben bestätigen? Ja, aber wieso? Aber warum ist Anja nicht? Ich kann bestätigen, dass jemand in der Kamera war. Warum? Ja, weil ich bin zurückgelaufen, weil ich da noch. Lara hat On-Cam getötet. Kinder, nicht alle durcheinander. Lara hat On-Cam getötet. Ach so, kam die Info schon? Nee, hör mal, sie hat aber schön. Niemanden getötet. Gegen Lara, es war schon. Gegen wen wohnt wir? Lara, tut mir leid. Lara. Ich hab Sepp nicht getötet. Mach das doch nicht, wenn ich skippe. Ich hab Maus geskippt übrigens. Ich skippe und er sagt, Lara hat einen Cam gekillt. Ja. Ich wollte nur gucken, was Tinker sagt, ob die ein Alibi gibt oder nicht. Gut, machen wir Aufgaben, oder? Sind alle nach rechts abgehauen. Das kenne ich nicht. Please return. What? Ich check nichts in diesem Spiel mal wieder. Muss einer mal diese verdammten Spiele erklären, ey. Sorry. Ich verliere einfach zu viel Zeit. Ich mache einfach andere Tasks, weil die ändern sich ja dann sowieso. Guck mal, das ist einfach. Fucking Bottle.
Wieso ist da noch was? Achso. Hi, Mantle. Wie wir uns angucken. Einfach anglotzen. Bist du? Nein, bist du? Das war lustig. Da wir ja schon einen Imposter raus haben, wollte ich fragen, was ich da für ein verdächtiges Gespräch beobachtet habe. Matteo. Ich habe Kaya kurz gesagt, dass er eine Klorolle auf dem Kopf hat, ob er die runternehmen kann. Ich muss sagen, geantwortet. Es war ein sehr lustiger Moment. Wir haben uns einfach nur angestarrt und ich habe gedacht, okay, ja, töte mich jetzt. Und dann, ich weiß nicht, was du gedacht hattest, aber wir standen... Genau dasselbe übrigens. Und also ich habe da einen kriminellen Handel im Dunkeln gesehen. Können Imposter handeln? Können die das? Nein. Es ist einfach nur random Trash Talk, weil wir leider einen Imposter schon raus haben. Ich wollte nur wissen, was ihr da gemacht habt. Ja, es war total lustig. Ich wusste selber nicht. Ich dachte, der moved gleich, aber ich movete nicht und er nicht. Und dann guckt man es einfach nur an. Schießen wir ins Blaue? Ja, nein, wohin? Nein. Lass mal. Was denkst du denn, Dalo? Was denkst du denn? Sag doch mal. Ich hätte Dalo verwenden sehen. Jetzt rein. Rein vom Dingens dazu würde ich jetzt Tinker mit reinschmeißen, einfach nur, weil sie mit Lara sozusagen mitgelaufen ist. Also es könnte sein, dass es ein versuchter Double war von Lara. Also Lara hat darauf spekuliert, dass sie den Kill an Sepp macht und dass Tinker dann den Kill an Annie macht. Aber Annie hat dann reported. Aber das ist auch eh komplett. Also es hat ja auch aber nochmal eine ganz kurze, wichtige Info. Nicht, dass ihr euch von Dalo jetzt einlullen lasst. Es könnte natürlich auch sein, dass Vlesk sagt, ich habe Lara in Camps gesehen, und das vielleicht gar soll nicht ich sagen, warum ich Lara auch verdächtig habe? Lara hat gesagt, oben rechts waren mindestens 4 oder 5 Leute. Das wurde gesagt, nachdem schon 3 Leute sich an Lights gecallt haben. Matteo und ich waren ebenfalls zusammen unterwegs. Oben können keine 4 oder 5 Leute gewesen sein. Alle fielen weg. Das heißt, diese Sache mit, da war mindestens noch einer, ist wirklich ein guter Spruch als Imposter, um so ein bisschen noch da rauszukommen. Das ist nicht eindeutig. Also vom Timing her keiner mehr. Zustimmen. Ja, da muss ich auch zustimmen. Ich fand, Tinker hat sass argumentiert, auf jeden Fall. Ja, auf wen voten wir jetzt? Kaya, oder? Dalo. Was? Dalo, ja. Oh, cool. Ich möchte anmerken, ich habe nur gesagt, ich wollte Dalo, ich habe geskippt. Ja, klar. Oh, ich habe einen Vote bekommen von Schlo. Alles aber jetzt. Ach, Leute. I don't have a clue. Ah, oh, die Swipe-Geschichte. Mantle schon wieder. Ich glaube, Mantle ist über jeden Verdacht erhaben. Ich glaube, wir sind zusammen, damit uns keiner killt. Habe ich so das Gefühl. Also, damit, wenn, also wir nicht gekillt werden, weil dann gäbe es ja einen Zeugen, oder? Wo ist Mantle? Bleib bei mir, Junge. What? Ich hab keine Ahnung. Diese Minispiele muss mir echt mal einer erklären. Dauert einfach zu lange, Leute. Dauert zu lange. Mann, das sind genau die 2 Spiele übrig, wo ich keine Ahnung habe, wie die... Boah, ich habe mich voll vor Schloh erschrocken. So, was muss ich beim Alarm machen? Ich muss jetzt hier, wo der Pfeil ist, ne? Hier muss ich rüber. Okay. Also Annie hätte mich auch toten können. Hat sie nicht gemacht. Schloh. Achso. Oh, ich trottel. Hunger und Schloh. Mann, diese Kackspiele gehen mir auf den Sack. Hey, Schlo. Ich guck mal, was der Dude macht, oder? Ich kann die Aufgaben nicht zu Ende bringen. Das nervt mich tierisch, dass die... Boah, ich bin gerade vor diesem Typen Ja, wo liegt der? In Specimen Room. Oha. Wer killt denn in Specimen Room? Das ist ja mega risky. Wie schnell bist du ins Specimen Room? Nur jemand, der verzweifelt ist. Ja, von oben. Stimmt.
Okay. Von oben. Ich habe mich gescannt und dann hat Schlorox kurz geguckt bei mir, ob ich mich scanne oder nicht und ist dann gegangen. Nee, ich wollte wissen, ob du Kaya gekillt hast. Ach so, nee. Und da bin ich runter in Specimen Room gelaufen und sehe einen Report bei mir und so, hä, wer killt denn hier? Und dann lag da du. Blesk, warst du gerade an den Lifelines, zufällig? Ich war an den Lifelines. Ja, weil Blesk habe ich nur an den Kameras noch gesehen. Neben war Dalu aber schon tot. Ich weiß, dass Matteo als erstes in Lab rein ist. Dann ist Kaya als zweites in Lab rein. Als drittes ist Schlo rein. Als viertes ist Anni rein. Unge ist unten aus der Tour rausgelaufen. Also der Tinker habe ich überhaupt nicht. Keine Info. Blesk, ich war nicht in Lab. Doch, du warst vor Kaya auf jeden Fall in Lab. Forum. Da müsste nein. Matteo gesehen haben, als ich Security vorhin rauskam. Also Blesk, ich stand eine gewisse Zeit lang sogar hinter dir an der Cam, hab dich beobachtet. Dann kam Tinker zu dir dazu, weil ich dachte, sie killt dich, hab ich mir auch wieder dazu gestellt. Dann bin ich runtergelaufen ins O2, hab am Baum eine Task gemacht, bin wieder an die Cams gelaufen. Ja, du hast mich also entweder falsch gesehen oder... Ja, aber ich hab die ganze Zeit zu mir selber gesagt, Matteo... Ja, ich war Lab. Ich hab gesagt, Matteo, Kaya, Lab, Unge... Und Schlo O2. Das waren die zwei Pärchen, die ich hatte. Nein, also, ich war nicht im O2. Dann bin ich. Schlo war im Lab mit mir kurz, habe ich ihn gesehen. Ja, also bist du schon. Was wir auf jeden Fall sagen können: Anni hat ja den ersten Kill reported und hat somit Lara belastet. Das bedeutet, es ist kein Self-Report von ihr. Ich glaube, Anni ist auf jeden Fall Crewmate. Ja, ja, wenn ihr Lifeline gecheckt habt, dann werdet ihr ja sehen, dass ich reported habe, nach wie vielen Sekunden noch immer Dalu tot war. Ich war in Camps gerade. Wen hat denn Dalu neben Lara noch verdächtigt? Wisst ihr das noch? Bin ja mega verloren gerade. Tinker, aber. Ja, Tinker also, ist auf jeden Fall. Weil Dalu tot ist, macht es ja seinen Worten nicht irgendwie allmächtig. Ich habe Tinker an den Kameras gesehen, das stimmt. Ja, ich bin ganz links. Also es wäre sehr schwer für Tinker. Alles hast fertig. Ich glaube, Tinker ist. Ach Leute, diese beschissenen Tasks, ich habe keine Ahnung, wie man die macht. Das nervt mich gerade tierisch, dass ich das nicht zu Ende machen kann. Ich habe keine Ahnung, wie diese blöden... Wer ist das überhaupt hier? Wer ist hinter mir her? Wer ist das? Cowboy-Hut. Ach so! Oh, Tinker ist mir gerade entgegengekommen. Der hätte mich killen können, oder? Ich glaube, ich bleib beim Mäntel. So geil. Wir zwei. Wie Mäntel mir folgt, ist so lustig. Wie geht das hier? Ist so lustig. Ich glaube, Mäntel ist safe. Ach, Mann. Finde. Okay, es kann nicht Schlorox gewesen sein, der war die ganze Zeit in Camps und stand vor der Kamera, um zu baiten. Und Unge kann es nicht gewesen sein, der hat sich die ganze Zeit über eine Kamera angucken lassen von mir. Mäntel kann es nicht gewesen sein, der war die ganze Zeit bei mir. Und vielen Dank, ja. Ja, also Blesk liegt in Lab, Tinker kam mir rechts in Admin entgegen, Tinker sieht echt schlecht aus mit dir. Also, wir haben uns gerade alle ausgeschlossen. Genau. Du reportest ständig, ich bin leider. Nein, Anja, Disconnect. Ich bin raus. Wir haben euch gewonnen, das heißt, es muss Tinker sein, also Tinker wurden. Let's go. Stimmt. Ja, Anni war es ja so oder so nicht, sie war ja safe. Wir haben hier zu viele Alibis, also es kann nur noch Tinker sein. Genau, es kann nur Tinker sein. Wir haben sehr gut ausgeschlossen gerade, ich bin sehr stolz. Mäntel, wie geht dieses blöde Spiel, wo wir eben gerade davor standen? Ich verzweifle. Das ist, glaube ich, Communications. Hallo. Da musst du nur den Schalter runterziehen, damit er ausgeht. Und dann musst du nach ein paar Sekunden irgendwann mal wieder hinkommen und es wieder anmachen. Also. Die ist ein bisschen bescheuert, die Taste. Es war Tinker! Yes, nice. Der Kill war so blöd, aber ich dachte mir, ich schaff's alleine sowieso nicht mehr. Ich muss dich jetzt erwischen. Tinker und ich sind 20 Mal ins Beste um den Tisch rumgelaufen. Ich sag, ich drück einen Knopf, ey. Ey, aber Dalu, ganz kurz, wir standen wirklich zu viert oder zu fünft da bei der Rakete. Aber wir haben doch alle, aber das ging ja nicht. Wir waren vier. Tinker, Lara, Tinker, Anni ich und Anni, wir waren vier. Ja, aber davon war ja einer der Tote, den zählst du ja schon raus, weil er sich nicht selbst umgebracht haben kann. Ja, aber die anderen sind ja losgelaufen und dann habe ich halt direkt Sepp gekillt. Und wer ahnt denn, dass Anni halt wieder zurückläuft, während das Licht noch aus ist? Ich könnte noch eine Stelle runde. Ich leider nicht. Oh nein. Oh nein.
Jetzt ohne Ansage vorbei oder was? Nein. Dalu. Ja. Oh nein. Ich kann halt wirklich null. Bis 0. Also bis Punkt 0. Ich kann ja, halt dann machen wir eine Stelle-Runde. Dann ja, eine Stelle. Stelle. Stellen Sie das Internet ab oder was? Ich kann einfach turbo schnell. Ja, ich es fehlt noch einer. Rein in die Lobby. Ami, Ami. Rein in die Lobby. Ami, Ami. Das war knapp. Okay, ich tue schneller als der Schatten. Ach, ich bin schon wieder. Das kann nicht sein, dass ich nicht in 10 Runden nicht einmal. Hier habe ich keine. Wieso bin ich nicht einmal fucking im Poster, ey? Das kann doch nicht sein. Was mache ich hier mit Flask? Ich hoffe, dass Flask es nicht ist. Wieso blinkt eigentlich Electrical? Wieso er blinkt es? Ist doch noch gar nicht. Ist doch niemand. Der Strom ist doch noch an. Ah, ich darf sowieso nicht in den Chat gucken, sorry. Hier oben links. Es sind, glaube ich, nur 4 Leute nach links gelaufen. Davon war einer ich, Schlo. Unge, ich glaube Schlo und Sepp und ich sind rechts. Ich bin nach links gelaufen. Schlo, Unge, Anni, Schlo, Unge, ich. Ich bin zum Baum gelaufen. Ich bin oben links. Ich habe nicht self-reported, ich habe keine Zeit. Schlo raus. Dann Schlo raus. Alles klar, dann. Alles klar. Enough for me. Ich hätte ja geglaubt, Dalu, ne, wenn du das jetzt nicht noch gesagt hättest. Ey, warte mal, da, wie geil ist er, wenn wer, da wer jetzt ein Poster wäre? Wir haben noch 4 Minuten votet, hallo? Wen denn? Wer denn alle Schlo voten. Alle Schlo. Der konnte Alu, okay. Am Ende. Und ich hab so aus Zeitgründen die Leute raus. Sehr gut. Alter, ich habe keine Ahnung, ob das richtig war und warum. Hier steht Mendel ganz alleine vor sich rum. Ist totally mental. Ich gehe mal da runter. Oh, jetzt kommt hier wieder das. Sepp. Wo gehe ich eigentlich hin? Sepp. Ja. Was? Warte mal, wer kam mir gerade entgegen? Sepp kam mir gerade entgegen. Sepp kam mir gerade entgegen. Warst du das, Kaya, unten links? Ich war der mit der Klorolle, ja? Unten das, links. Das wäre zu krass. Ich bin von Weapons gekommen, du bist mir entgegengekommen. Also weiß nicht, wo lag die Leiche? Ja. Electric. Was votet ihr jetzt? Sepp. Okay. Ja. Ami? Gönn. Ich habe auch Sepp gewonnen. Okay. Let's just go. So, Lara kann es nicht gewesen sein. Dalu und ich waren zusammen in Lifeline, als der Kill passiert ist. Jo. Sepp, warst du auf Cooldown oder was? Ja, ja, klar. Zeit. Oh, immer. Ich kann mich auch teleportieren. Also, die Vents, die sind ja sind mein zweiter Vorname. Also, voten wir jetzt. Auf wen voten wir denn jetzt? Auf wen? So. Auf Sepp. Okay. 2 Minuten noch, Leute, komm. Ich hab keinen. Bitte lass das stehen. Oh mein Gott. Das ist so lustig. GG. Wow. Ja. Das war die beste Runde ever. Speedrun. Hey. Ich hab 2 Minuten bekommen. Ey, dann haben wir noch 2 Minuten bekommen. Alle schaffen wir noch. Ich hab Schlo gesagt, weil ich Schlo und Unge als Einzige nach links gehen hab sehen. Ey, wie? Eine Runde schaffen wir noch. Dalu, wir haben noch eine Runde. 2 Minuten haben wir noch. Ich hab es nicht. Es tut mir so leid. Könnt ihr machen. Ey, oh mein Gott, das war echt geil. Null Aufwecker ist. Okay, war mega nice. Das tut mir so leid für Sepp und Schlo, Alter. Ey, war super nice, ohne Scheiß. Scheiß. War ein super das war eine der besten Sessions, die wirklich sehr viel Spaß. War mega geile Runde. Also geile Runden, mega. Und nur beim nächsten Mal gewinnen wir, ne? Genau, auf jeden Fall. Ey, wie doof. Okay, alles klar, mach's gut. Ich bin auch reich für den letzten Abend. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss.